Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA und zwar die Splitterdämmerungskampagne, also beziehungsweise ist eine loser Szenarienabfolgezyklus. Daraus das Abenteuer Träume von Tod, aber wir sind noch gar nicht wirklich in dem Abenteuer angekommen, denn wir haben uns ja eingeladen, erst einmal die Charaktere und Charakterinnen, dachte man das so, keine Ahnung, kennenzulernen. Und heute im vierten Prelude lernen wir Jan-Rik Eichblatt kennen und der wird gespielt von Marot. Hallo Marot. Hallo. Hi. Ja, freut mich, dich hier auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen als Spieler zum ersten Mal. Irgendwie. Sonst haben wir dich auf meinem Kanal schon mal gesehen als Spielleiter und ansonsten sieht man dich auch sehr oft in der Spielleiterrolle. Wenn man dich irgendwie erleben kann, also sehen in letzter Zeit auch auf Twitch, ne? Und auf YouTube. Ja, ja. Ganz neu hat er sich gewagt in die weiten Welten von des Rollenspielstreams. Aber vor allen Dingen kennt man den Marot von der Seite rollenhörspiel.de, wo er ganz tolle Geschichten erzählt, in Podcast-Form mit anderen Leuten zusammen oder auch alleine. Und ja, einen Blick wert, würde ich euch sagen. Ne? Könnt ihr mal reinschauen. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, in der Beschreibung unten sind auch alle Sachen verlinkt.
Genau, und wir haben ja vor ein paar Wochen mal zusammen gespielt und ja, dann hast du irgendwie so am Vorher und Nachher so ein bisschen durchblicken lassen, dass du sehr, sehr oft Spiel leitest, aber relativ wenig spielst. Und dann hat sich bei uns so die Situation in der Splitterdämmerungsrunde ergeben, dass der Rerion ja leider aufgrund von seiner neuen Arbeit, die er hat, sonntags nicht mehr wirklich gut spielen kann. Und ja, deswegen brauchten wir einen Ersatz für Rerion und ich denke, wir haben einen hochwertigen Ersatz mit Marot gefunden. Marot ist zwar nicht das DSA-Lexikon, was Rerion ist, aber ja, als begnadeter Erzähler, wie ich jetzt direkt mal spoilern will. Ich hoffe, ich baue nicht zu viel Druck auf. ja, hoffentlich eine tolle Ergänzung für unsere DSA-Arcana-Runde hier. Falls ihr das jetzt hier gerade guckt und ihr wollt irgendwelche Regeln abstauben von DSA, muss ich euch übrigens auch leider sagen, wir spielen DSA nicht mit den DSA 5 also nicht mit den DSA 5 Normalregeln, sondern wir spielen mit einer Regelvariante aus diesem Buch, die Aventurische Meisterschaft. Vor ein paar Wochen konnte ich noch sagen, wir spielen eigentlich kein DSA, aber jetzt kann ich sagen, wir spielen DSA, weil unser Regelsystem quasi hier drin steht. Denn da gibt es Regeln für das Spielen mit Inra-Karten. Und wir machen quasi dasselbe, nur nutzen wir nicht Indra-Karten, sondern selbstgemachte Karten. Das könnt ihr dann später auch sehen. Wenn ihr dazu genauere Infos haben wollt, auch auf YouTube später in der Videobeschreibung, wie das Ganze funktioniert. Oder ihr kauft euch das Buch. Genau. Und wir spielen heute das Prelude zu Jandrik Eichblatt. Und wie man schon hier im Bild sehen kann, er ist Golgarit. Und wir lernen ihn heute kennen und versuchen ein bisschen zu ergründen, wie er so tickt, was er so für ein Mensch ist, ob er überhaupt ein Mensch ist. Und versuchen heute ein bisschen zu gucken, wie er in die Ostrabenmark hineinpasst. Denn für euch Zuschauer da draußen blende ich noch mal ganz kurz die Karte ein. Das ist Aventurien, zumindest der Teil von Aventurien, um den es heute geht. Ihr könnt hier meinen Mauszeiger hoffentlich sehen. Ja, könnt ihr sehen. Dieser Teil hier ist quasi grob die Ostrabenmark, in der die Kampagne oder zumindest das Abenteuer, was wir spielen, spielt. Und um das ein bisschen genauer euch noch zeigen zu können, habe ich auch eine Karte gefunden aus dem Abenteuer selbst, wo die ein bisschen detailreicher ist. Hier seht ihr die Trollzacken und hier oben die Sichel. Und hier den gestrichelt dargestellten Todeswall. Und wir schauen heute, wie unser Golgarit Jandrik Eichblatt in dieses Setting hineinpasst. Und gucken uns ihn an. Er ist noch relativ jung. Und genaueres schauen wir uns gleich in der ganzen Szenerie an. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet da draußen im Chat zu der Szenerie oder zu sonst irgendwas, ihr könnt sie gerne stellen. Es sind ein paar Moderatoren und auch Mitspieler aus der Kampagne im Chat vertreten. Das heißt, die können euch dann gerne Rede und Antwort stehen. Wir selber werden uns auf das Spiel konzentrieren und werden euch nicht groß antworten können. Also falls ihr dann da draußen irgendwie seid und euch ärgert, dass wir nicht antworten, wir spielen halt hier für euch. Das und für uns selber natürlich auch. Also seht uns das nach und hört auf die ModeratorInnen, die hier viel zu sagen haben. Genau. Gut. Bist du bereit, Marot, in Aventurien einzutauchen? Absolut. Okay. Gut, dann beginnen wir, indem die Kamera über dem Landstrich der Ostrabenmarkt kreist wie ein Vogel, durch die Wolken gleitet.
in die weite Ebene und die Städte und Dörfer in den Blick nimmt. Das Wetter ist bewölkt, die sich leicht regnerisch vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ein rauer Wind weht zwischen den beiden hohen Gebirgen durch die Ostrabenmark und treibt den Vogelblick, den wir als ZuschauerInnen einnehmen, voran. Und da ist eine Person. Jandrik Eichblatt. Jandrik Eichblatt ist gekleidet zu diesem Zeitpunkt, in dem wir ihn sehen, in ein zerschnittenes Wams. Überall rechts an der Hüfte, an der Schulter, am Arm und am Bein tiefe Schnittwunden. Jandrik Eichblatt steht nicht, er geht nicht, er sitzt nicht. Jandrik Eichblatt kriecht auf dem Boden. Über das raue, felsige Untergrund. Krallt sich mit den zerschundenen Händen einen Schritt nach den anderen nach vorne. Den Blick immer auf das gerichtet, was die letzte Hoffnung jetzt in dieser Situation ist. Da sind Gebäude. Du siehst sie in der Ferne. Reicht dein Lebenswille aus, um sie zu erreichen, schaffst du es. Die rote Blutlache, die du hinter dir herziehst, deutet davon, dass du schwere Wunden erstens davongetragen hast und zweitens, dass sie schnell versorgt werden sollten. Dein Blick, in den wir jetzt mit einnehmen, ist getrübt. Rot, diesig, läuft dir Blut über die Augen aus der kleinen Wunde über, die aufgeplatzt ist über dem Auge. Dein Blick wird trüb. Und jeder einzelne Zug der Arme und Beine schmerzt, während du über dieses kahle, steinige Feld robbst. Ich bewege mich langsam voran. Den Arm, die Beine, nach vorne. Das Ziel vor Augen, das Ziel im Blick. Ich muss dorthin. Ich muss. Ich darf nicht scheitern. Nicht ganz scheitern. Solange Boden mich nicht geholt hat, mich nicht zu sich geholt hat, ist es noch nicht vorbei. Weiter. Vorwärts. Spucke ich Blut. Jandrik umklammert eine Tasche, eine lederne Tasche, die er immer noch bei sich trägt. Als wäre es das Kostbarste, was es jemals gegeben hat. Als ob sein Leben daran hinge und vielleicht tut es das auch. Sie ist relativ schwer, aber dennoch zieht er sie mit sich. Ich presse sie an meinen Leib, ziehe mich mit der anderen Hand voran, dass ich ja es nicht fallen lasse, presse ich die andere Hand gegen die Brust, die Tasche da. Ich darf sie nicht fallen lassen. Um keinen Preis darf ich sie verlieren. Alles, alles hängt davon ab. Wieder geht unser Blick in die Höhe und wir sehen Jandrik von oben, die zerschundene Gestalt trägt nicht das Ornat eines Golgariten. Sie trägt normale, unauffällig wirkende Straßenkleidung, die jetzt natürlich zerschunden ist. Was sieht der Blick sonst noch, wenn man an Jandrik jetzt von oben sehen kann? Jandrik ist ein junger Mann mit ganz einem hübschen Gesicht, braune, lockige Haare,
Die sind jetzt allerdings blutverschmiert und auch das Gesicht hat über dem Auge diese Wunde, die immer noch blutet. Er hat recht helle Haut, ein paar Sommersprossen, nicht viele auf den Wangen, einen stahlblaue Augen, die eisig sind, normalerweise regelrecht bedrohlich wirken, eiskalt, jetzt geschwollen, blutverschmiert das Gesicht, aber der Blick entschlossen, der Körper durchtrainiert, jung, athletisch, ein bisschen hager vielleicht, kein kräftiger, starker Ritter, ein durchtrainierter junger Mann, schlaksig dennoch. Dieser schlaksige Körper, der kämpft sich nun weiter voran durch den Staub. Und jede Bewegung und jeder Zug des Armes und der Beine schmerzen nicht nur, sondern Jandrik merkt, dass mit jedem Zug und jeder Bewegung ein Stück des Lebensgeistes in ihm schwindet. Bohren. Bohren. Ich sehne mich nach dir. Doch dieses Ziel, dieser Weg ist noch nicht vorbei. Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft, nicht zu scheitern. Und noch einmal zieht sich Jandrik mit einer letzten Kraft nach einem Schritt oder einen Zug nach vorne, ehe sein Gesicht mit einem patschenden Geräusch in den Staub fällt, ein letztes Mal ausatmet und die Kamera dem Ausatmen, dem Schwall Luft folgt, der aus seinem Körper entströmt. Er schließt die Augen und atmet noch ein letztes Mal. Er darf nicht scheitern. Das Gebet an den toten Gott, seinen Gott, sollte ihm Kraft verleihen. Und natürlich, irgendwie hat er damit gerechnet, das tut es nicht in diesem Augenblick. Jandrik stirbt an dieser Stelle. Hoffentlich wirst du überhaupt einen Platz in Borons Hallen bekommen. Der Geist entschwindet. Und Jandrik sieht den großen Raben Golgari mit den Schwingen über ihm kreisen, das Krächzen laut in den Ohren. So muss es sein, wenn der Rabenvogel, der Bote des toten Gottes, die Seelen einsammelt. Du siehst deinen eigenen Leib von oben, tot im Staub liegen, siehst die lange Blutlache. Das Dorf noch so weit entfernt. Und doch so nah. Zwischen dir und dem Dorf landet der dunkle Vogel, legt den Kopf leicht schief und krächzt in deine Richtung. Aber ich muss doch. Warum? Warum? Was? Ich verstehe dich nicht. Ich habe gedacht, Sie haben doch gesagt, ich muss es. Was jetzt? Bin ich ehrlos? Bin ich unwürdig? Bin ich gescheitert? Irgendwie schließt Jandrik, irgendwie ergeben und doch trotzig, so bizarr das klingt, die Augen und sieht vor seinem inneren Geist
eine merkwürdige Szene. Ein Kampf. Drei Gestalten, mit die miteinander ringen, wie drei eingeölte Ringer von den Zyklopeninseln. So wie man sich das vorstellt. Schläge, Tritte, Würfe, Haltegriffe, unlautere Mittel, alles wird eingesetzt. Und Jandrik steht unter den Zuschauern, die diesen Kampf betrachten. Der eine Kämpfer, tiefschwarz. Der zweite Kämpfer, weißlich blass. Der dritte Kämpfer ist eine Kämpferin mit graziler Gestalt, drahtig, jung, schön auf ihre eigene Art und Weise. Sie ringen miteinander, keiner bekommt die Überhand. Der weißlichen Gestalt wachsen Schwingen. Er hebt sich in die Luft und setzt zu einem engelsgleichen Attacke von oben an. Doch die schwarze Gestalt blockiert den Angriff, fängt die Gestalt aus der Luft ab und drückt sie zu Boden. Während die weibliche Gestalt ganz hinterrücks hinter der schwarzen Gestalt auftaucht und den Ellenbogen in den Hinterkopf der Schwarzgestalt treibt. Ein Zuschauer neben dir stupst dich an. Was für ein Schauspiel. Ja, was für ein Schauspiel. Was meinst du, wer gewinnt? Sie gewinnt. Wieso? Ich habe keinen Zweifel. Wieso? Sie ist... weiß nicht, weil sie schön ist, weil sie stark ist, weil sie... Ich glaube, dass sie gewinnt. Ich kann es dir nicht erklären. Könnte sein. Nun, sie könnte wirklich gewinnen. Sie hat die Kraft dazu, das ist richtig. Und der Schwarze hält sich für so stark. Er wird nicht gewinnen. Ich weiß es. Er hat jetzt schon verloren. Er kann nicht gewinnen. Er darf nicht gewinnen. Der Weiße ist mir zu passiv. Er vertraut auf das Schwache. Er wird nicht gewinnen, da gebe ich dir recht. Sie muss gewinnen. Ja, sie muss gewinnen. In dem Moment landet der Totenrabe, den du eben gesehen hast, auf dem Kampffeld zwischen den KämpferInnen. Kräht. Ein zweiter Rabe im Sturzflug stürzt sich auf ihn und die Raben beginnen miteinander zu kämpfen. Ist es das? Das sind ihre Boten. Der Schwarze hat schon keinen mehr. Deswegen verliert er auch. Der Bote des Schwarzen ist fort? Gefallen. Ich glaube, ich verstehe nicht. Wo ist das? Sind wir hier? Jandrik dreht sich nur zum letzten Mal so richtig zu dem Mann um. Wir sind auf dem Kampfplatz. Du bist auf dem Kampfplatz.
schaut dich an und in dem Augenblick stehst du mitten in der Gemenge. Du musst einem Schlag des Schwarzen ausweichen, damit er dir nicht den Kopf von den Schultern trennt. So groß der Arm, so groß die Faust. Instinktiv dreht dich zur Seite, wie ich es gelernt habe, wie ich trainiert wurde. Jandrik ist agil. Jandrik kann kämpfen, weiß sofort, was er zu tun hat. Er zieht ebenfalls das Bein nach oben, als der Weiße nach dir greift, nach deinem Bein greift. Aber Jandrik lässt sich nicht übertölpeln. Ich stoße mich nach hinten ab. Stoße mich nach hinten ab, weg von den zwei, die sollen aufeinander gehen. Von der Seite will ich dann kommen. Mischt sich Jandrik in den Kampf der drei ein. Erst nicht. Erst warte ich. Das ist meine Art. Sehen, beobachten. Sehen, was sie machen. Sehen, wo eine Lücke ist. Es ist mein Kampf, hat er gesagt. Aber nach meinen Regeln. Ich warte auf einen Moment. Ich will, dass sie gewinnt. Wenn ich sie gewinnen lassen kann, dann werde ich es tun. Sie scheinen dich gar nicht zu beachten. Ihre Schläge und Angriffe sind nicht in deine Richtung gerichtet. Sie kämpfen immer noch miteinander und du scheinst nur ungünstig auf einmal zwischen ihnen gefangen gewesen zu sein. Dein Ausweichen bringt dich wieder auf Distanz und du stößt mit dem Rücken hinten wieder in die Menge der Zuschauer. Über deine Schulter blickt dich eine Frau an, eine alte Frau mit einem gütigen Gesicht, das dich anlächelt. Huch, das war aber knapp. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich habe nur gefragt, wo wir hier sind. Mütterchen, wisst ihr's? Sie legt den Kopf leicht schief und spricht in einer merkwürdig verzerrten Stimme zu dir. Leben vergeht im Todeskampf. Sie deutet auf den Kampf der Dreien. Von Blut, Schweigen und Fäulnis. Der Schwarze ist das Blut, der Weiße ist das Schweigen, die Frau ist die Fäulnis. Streiten, Vergessen, Rabe und Herr. Altes Blut, genährt in jungem Körper, verflossen ohne Sinn. Und in dem Augenblick wird ihr Gesicht zu einem Totenschädel, der einfach weiterspricht und eine schwarze, ekel stinkende Wolke ausspeit. Einfaches Schweigen, zweifach gebrochen vom Teiler. Ich zucke der zurück. Dreifach dient und vierfach scheint. Faules Unsein nährt sich aus unserem Leben, gebiert nichts als den Tod. Vergessen. Geschwächt durch das Leben, Geist, geschwächt durch das hohe Opfer, Albtraum, getroffen vom gleißenden Blitz. Die mächtigen Streiter für ihre Herren entscheiden den Kampf. Drei begreifen, zwei verraten, einer nur besteht. Der Herr im Tod allein. Und Sieger wird sein, dessen Streiter Treue dient. Vergessen stirbt. Albtraum zerplatzt. Geist vergeht. Nur der Tod besteht. Mütterchen, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Das Bestehen hat einen Schalldruck, der Jandrik nach hinten wegstößt. Es wird schwarz vor den Augen und ein fiepsendes Geräusch tönt durch den Kopf. Schwingen hörst du irgendwo in der Ferne. Und als du die Augen wieder aufschlägst, befindest du dich in der Vergangenheit. Bekannte Gesichter, die du kennst, eine bekannte Szenerie, vielleicht die einprägendste Szenerie Jandriks naher Vergangenheit. Du kniest vor dieser schwarz
und weiß gewandeten Gestalt. Eine Frau im Hochornat des Golgaritenordens. Eine Glatze ziert ihren Kopf. Ihre dunklen Augen durchdringen dich und dein Kopf befindet sich zwischen ihren sanften Händen, die dich nach oben ziehen. Aus deiner Hocke, deinem Kniefall. Und du weißt ganz genau, was sie jetzt zu dir sagen wird, weil du es schon einmal gehört hast. Jandrik. Nein. Da ist irgendetwas in dir. Ich kann das nicht tun. Warum? Ich habe trainiert. Warum? Ich kann dich nicht weihen, Jandrik. Da ist irgendetwas in dir. Tief versuchst du es wegzuschließen in deinem Herzen. Ich sehe, wie du dich dagegen stemmst. Ich sehe, wie du das möchtest hier, aber ich kann das nicht tun. Es ist nicht sein Wille. Gnadenlich. Ich... Es ist mein Leben. Es ist mein Leben. Sie streicht dir durch die Haare. Es ist nicht vorbei. Der Orden braucht Leute wie dich, Jandrik. Das bleibt. Nur nicht auf diese Weise. Es ist nicht alles vergeblich für das, dass du gearbeitet hast. Du hast deinen Platz bei uns. Es ist meine Bestimmung. Ich muss ihre... Es ist meine Aufgabe. Wie soll ich denn dienen? Wie soll ich sie erfüllen, wenn ich nicht geweiht bin? Eure Gnaden, wie soll ich denn... Meinst du, dass du die Weihe benötigst, um deine Aufgabe zu erledigen? Meinst du nicht, jeder Mensch auf Dere könnte dem Willen des Herrn Boron Gerechtigkeit verschaffen? Glaubst du nicht, dass du in deinem Sein, auch ohne das Zutun, ohne die Berührung seiner selbst, fähig wärst, in seinem Willen zu wandeln? Vertraust du ihm nicht, Jandrik? Doch, ich vertraue ihm ganz und gar, er ist mein Herr, aber all die Jahre, all das Training, es kann doch nicht umsonst gewesen sein, euer Gnaden, es kann doch nicht umsonst sein. Es ist nicht umsonst. Wenn du das möchtest, dann ist es nicht umsonst. Auch ohne Weihe kannst du dem Orden dienen. Vielleicht sogar besser als mit. Als ich in deine Augen gesehen habe, sandte mir der Herr eine Vision. Wie bei jedem von euch. Bei allen sah ich die innige Beziehung, sah ich die Berührung. Bei dir jedoch, sie atmet tief ein und aus, sah ich etwas anderes. Ich sah Stille. Ja, ich sah Stille. Ich sah, wie du, Jandrik, Dienst, und zwar auf deine Weise,
mit deinen Gaben, die du mitbringst. Und ich sah, dass der Herr mit deinem Hass, den du versuchst, vor ihm zu verbergen, umgehen möchte. Da ist kein Hass. Da irrt ihr euch. Ich sah ihn. Ich habe meditiert, ich habe trainiert, ich bin ganz in mir. Ich habe die Ruhe Borons in mir. Sie lässt deinen Kopf los, bäumt sich also auf ihre ganze Größe vor dir aus, stellt sich nochmal eine Stufe nach oben auf ihr, auf der Empore, auf der sie steht, streckt die Arme in die Seite. Jandrik Eichblatt, lüge nicht in Anwesenheit Borons. Ich sehe. Mich kannst du nicht täuschen, wie du dich selbst täuschst. Da ist kein Zorn, der nicht gerecht ist. Er ist gerecht. So willst du mir sagen, euer Gnaden, so wollt ihr mir sagen, dass weil er mir alles genommen hat, weil die mir alles genommen haben, kann ich meinem Gott nicht so dienen wie alle anderen? Du dienst dem Herrn Boron so, wie er es für dich möchte. So, wie wir das alle tun. Sein Weg mit dir geht nicht über den Weg der Weihe. Was? Was ist denn mein Weg, euer Gnaden? Sie geht wieder eine Stufe runter und wirkt jetzt auch wieder etwas zutraulicher, wieder etwas mütterlicher. Eben war sie die strenge Mutter, nun wirkt sie wieder nahbar. Ich habe mich in den letzten Jahrzehnten so vielen Reisen unterworfen. Ich bin so vielen Hinweisen nachgeeilt, so vielen Visionen gefolgt. Ich bin fast schon müde. Und dennoch tue ich genau das, was von mir verlangt wird. Wir alle wissen manchmal nicht den Weg, selbst wenn wir vorgeben, ihn zu wissen. Und lass mich für dich ein Hinweis sein, Jandrik. Dein Ausbilder hat mir gute Dinge über dich erzählt, über dein Training, über deine Ausbildung. Hat mir erzählt, welche Stärken du besitzt. Wir brauchen jemanden, der nicht auffällt. Jemanden, der es darauf versteht, sich zurückzuhalten. Ja, der sogar es schafft, den offenkundigsten und stärksten Hass in sich selbst zu verdrängen, wegzuschließen und allen hier draußen glaubhaft zu machen, dass dort nichts ist. Der sogar in den Spiegel schaut und zu sich selbst sagt, da ist nichts. Wir brauchen dich, Jandrik, für Missionen, die Geweihten dort draußen, deine Freunde, deine Gefährten, sofort in den Tod schicken würden. Was für Missionen sind das? Es wird Situationen geben, wo wir jemanden im feindlichen Gebiet brauchen. Jemand, der unter den Augen des Bösen wandelt. Jemand, der es versteht, zu sehen,
zu hören und das Gesehen und Gehörte an uns weiterzugeben und dafür zu sorgen. Und sie kommt ganz nah an dich heran, fast schon bis an Nasenspitze, dass wir den Todeswall endlich durchdringen können. Ja. Ihr wollt, dass ich hinter die Linien des Feindes gehe? Und wenn es so weit ist, brauchen wir garantiert jemanden. Ja. Ich plane einen Feldzug gegen den Wall. Unter meiner Führung werden sich die hohen Adligen versammeln. Der Pakt von Al-Sul ist schon geschlossen. Wir sammeln zu dieser Stunde Streiter und Recken. Und dieses Mal werden wir ihn überwinden, Janrik. Aber bevor das passiert, möchte ich wissen, was uns dort hinten erwartet. Es gibt jemanden im tiefen Feindesland, mit dem ich im Austausch stehe. Ich habe eine Botschaft für ihn. Diese überbringst du ihm und gibst mir danach seine Antwort. Und erst daraufhin werde ich entscheiden, wann und wie wir den Todeswall stürmen. Das ist die wichtigste Aufgabe, Janrik. Du bestimmst, auf welche Weise wir den Wall überwinden. Und wann. Und wie viele Opfer es geben wird. Vaterborn, verzeihe mir, dass ich zweifelte. Verzeihe mir, dass ich wankte. Ich will nicht mehr wanken. Ich will nicht mehr zweifeln. Du wirst... Ich werde diese Botschaft überbringen. Das schwöre ich. Du wirst dort drüben das Böse sehen. Und du wirst den Hass in deinem Herzen nutzen, um dorthin zu stechen, wo es wirklich wehtut. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich danke euch, euer Gnaden. Erhabene Hochgeweihte, ich danke euch für diese Chance. Wenn ich dich jetzt weihen würde, wärst du wie eine Fackel im Feindesland. Nicht mehr zu gebrauchen mit all dem, was du kannst. Ich würde deine Vorteile, all das, wofür du so lange trainiert hast, überdecken und einfach davonwerfen. Und das ist nicht der Weg, den der Herr Boron für mich und für dich bereitträgt. Ich danke euch. Du wirst mit deinem Ausbilder gemeinsam über den Wall gehen. Vielleicht nicht direkt über den Wall, das wäre Selbstmord, aber über die Wege durch das Gebirge. Nehmt euch in Acht vor den Räubern und Menschenjägern dort. Wird er mich auf der ganzen Mission begleiten? Er kennt die Person, um die es geht. Gut. Aber er wird dich nicht ganz begleiten. Er wird dich über das Gebirge führen, weil er den Weg dort kennt. Danach wäre er, wie ich sagte, eine Fackel. Und das wollen wir nicht. Aber du warst ein Kind in der Ostrabenmark. Du wirst den Weg finden nach Altzoll, oder? Altzoll. Waage. Ich lebte in Wiesenfelden, meine ich. Ich war noch sehr jung. Ich kenne das Gebiet nicht gut, aber ich habe Erinnerungen, ja. Ich habe noch Erinnerungen. Ich werde den Weg finden, ich bin mir sicher.
Gut. Dein Kontaktperson heißt Tada. Tada. Er ist in der Gaststätte in Altzoll. Die zwei roten Rosen. So hießen sie zumindest früher. Ich denke, du wirst das finden können. Frag nach Tardan. Das ist nicht sein richtiger Name, aber der Name, den du wissen musst. Und der Brief? Die Botschaft? Sie dreht sich herum und nimmt eine dunkle, lederne Tasche und drückt sie dir gegen die Brust. Dort drin ist alles. Ich presse sie mir gegen die Brust, als wäre es ein Kind. Ich schaue sie nicht an, weil das hat sie nicht gesagt. Dann lege ich sie mir um. Kommt noch mal näher und küsst dich auf die Stirn. Möge der Herr Boron über dich wachen. Mögen Golgaris Schwingen dir Kraft verleihen und flieg so schnell wie du kannst. Es eilt. Und vor deinem, in der Szenerie, die du ja noch einmal durchlebst, verwischen die Konturen von der Hochgeweihten des Boron, von dem Tempel, Halle, in der du standest. Kurzzeitig flammt auf, wie du dich an einem Gebirgszug herhochreißt, hiefst hinter deinem Ausbilder her. Du siehst die schwarzen Zinnen der Sichel, du spürst die Kälte, als wärst du immer noch dabei. Dabei ist es Vergangenes, du hast es alles schon mal durchlebt, du weißt ganz genau, gleich kommt die Auseinandersetzung und dein Blick wischt vorbei an dem Kampf auf dem kleinen Sims mit dem Abgrund auf der rechten Seite und dem Feind voran. Wie eins kämpfst du mit deinem Meister, wie ihr schon so oft gemeinsam Kämpfe geübt habt, und ihr überwindet den Feind, der grobschlächtig und unbeholfen kämpft. Du führst dann wie ein tödliches Instrument deinen Rabenschnabel und dennoch immer darauf bedacht, Stellen zu treffen, die nicht wirklich ein Todeshieb sind. Genauso wie er es dir beigebracht hat, dein Meister, der auch auf die gleiche Weise kämpft. Gerade mit solch einer Waffe ist es möglich, Kniescheiben zu zertrümmern, Arme zu brechen, den Gegner unfähig zum Widerstand zu machen. So sind die Gegner keine wirkliche Bedrohung für euch. Niemand kommt an die Tasche. Niemand schafft es euch schnell, den Weg zu versperren. Und ihr findet den Weg über das Gebirge, durch die verschlungenen Pfade hinweg, hindurch, bis zurück in die Ebene der Ostrabenmark, am Todeswall vorbei. Dieser eine Blick oben vom Gebirge hinab in das Tal des Todeswalls, diese schwarze Linie, die sich bis in den Horizont erstreckte, brennt sich für Jandrik ins Gedächtnis. Das ist kein normales Bauwerk. Es sieht von hier oben so klein aus und doch so groß und so schwarz, als wäre es eine Wunde, eine tiefe, geschlagene Wunde in der Wirklichkeit. Meister, das da. Das ist der Todeswall, Jandrik. Das ist das.
Das ist die Grenze zur Verderbnis, zur Fäulnis. Ja. Zu all den Unarten, die sie dort drüben paktieren. Ja. Verflucht. Verheert. Durch dieses Monster. Jandrik, sie sind nicht alle gefallen. Nicht alle, die dort leben, sind abgefallen. Das musst du immer bitte, bitte bedenken. Aber wie, Meister, kann man da leben und nicht kämpfen, sich nicht wehren gegen diese Monstrosität, gegen dieses Böse selbst? Wie? Die dunkle Mutter, wie sie sie nennen. Da allein der Begriff Mutter. Und du wirst sehen, wenn du dort unten bist. Sie hat einen klaren Verstand und täuscht die Menschen, so wie es die Widersacher der Zwölfe immer tun. Sie gaukelt ihnen vor, etwas Gutes zu sein. Und vielleicht, wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, Jandrik, dann wird sie zur Wahrheit für den, der sie immer wieder hört. Niemals. Niemals könnte ich das Böse für das Gute halten. Das ist gut. So habe ich dich ausgebildet und so stark habe ich deinen Geist gemacht. Aber denke an die einfachen Menschen, die Kinder, die Alten, die Bauern, die, die nicht mal einen Dreschflegel zur Widerstand hochheben können. Denke an die, die ihre Verwandten, die sich auflehnen, auf dem Galgen baumeln sehen, die überleben. Koste es, was es wolle. Es liegt an uns, dieses Monstrum da unten zu durchbrechen und ihnen die Gnade der Zwölf wieder zurückzubringen, auf dass sie sich nicht mehr so verstellen müssen, auf dass sie nicht mehr gezwungen sind, an die dunkle Mutter zu ihre Gebete zu richten, weil der Herr Boron angeblich in diesen Platz nicht hineinreicht und wir beide, wir sind sein ausgestreckter Arm. Wir reichen hinein. Wir sorgen dafür, dass sie bald wieder frei sind. Ja, Meister. Du sorgst dafür. Ich habe immer an dich geglaubt. Leg dir die warme, starke Hand auf die Schulter. Glaubt ihr, dass ich bereit bin? Ich kenne niemanden, dem ich diese Aufgabe lieber anvertrauen würde. Du wirst es schaffen. Danke, Meister. Endlich, endlich habe ich eine Möglichkeit. Sie sind schon so lange tot. Ich kann mich kaum noch an ihre Gesichter erinnern, wisst ihr? Immer wieder versuche ich, das Gesicht meiner Mutter zu erinnern. Ihre Augen, ihre Nase, ihr Haar. Ich weiß es nicht mehr genau, wie sie aussah. Ihr Lächeln, an das erinnere ich mich noch. Das kenne ich noch. Ich werde es nicht vergessen. Aber der Rest verschwindet. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Dieses Land, es muss befreit werden. Und wenn ich auch nur einen kleinen Dienst dazu leisten kann, dann will ich's tun. Wenn's nur dieser Brief ist und er klopft auf die Tasche,
der mein Dienst ist, dann werde ich ihn bringen. Henrik, wenn wir da unten angekommen sind, bist du auf dich gestellt. Denk immer daran, egal was dir passiert. Hochwürden weiß schon, was sie tut. Vertraue dem, was sie ist. Vertraue Boron. Vertraue deinem Auftrag. Mein Herz soll kühl sein. Mein Geist still. Meine Hand bereit und flink. So scharf wie mein Schwert. Er atmet tief ein und aus. Und der Blick verschwimmt noch einmal. Und ihr erreicht den Fuß des Gebirges. Die Ebene, die weite Ebene mit den vielen gefallenen Dörfern. Den Todeswall vielleicht eine Tagesreise in westliche Richtung. Er bleibt plötzlich stehen. So als wäre er vor eine unsichtbare Wand gelaufen. Dreht sich zu dir um und sagt, nicht weiter. Und Jandriks Gesicht, kurz alarmiert, wird nun ganz ruhig. Seine Haltung entspannt sich, als würde er eine Maske aufziehen. Eiskalt wird der Blick. Die stahlblauen Augen schauen den Meister an, dann in die Ferne vorwärts. Zielsicher, zielstrebig. Es ist soweit. Gib mir den Rabenschnabel, Jandrik. Greift auf den Rücken und zieht ihn ab und nimmt ihn in beide Hände. Schaut ihn an, dieses Symbol seiner Herkunft. Dieses Symbol, dieser Anker, der ihn so lange bestimmt hat. Er, das Waisenkind, vom Onkel zu den Golgariten gebracht, zur Ausbildung, zu höheren Berufen, mit dem Rabenstabel als Zeichen dafür. Er hat eine andere Bestimmung. Und dieser Anker, er kann nicht mit. Er streckt die Waffe dem Meister entgegen. Öffnet die Hände. Mit einem Ruck verschwindet der Anker aus deiner Hand und es ist, als würde man irgendetwas in dir mitreißen. In ein Tuch schlägt er ihn ein und schnallt ihn sich auf den Rücken. Die Atemübung bringt ihn zur Ruhe. Borons Ruhe in ihm. Noch einmal die Augen auf den Rabenschnabel geheftet, ins Tuch gewickelt. Vergangenheit, die Zukunft liegt vor ihm. Meister, geh. Ich danke euch. Geh. Ich danke euch für alles. Ich gehe. Doch ich will, dass ihr wisst, dass ich nichts bin ohne euch. Du bist viel mehr, als du dir selbst eingestehst, Jandrik. Er verneigt sich. Ein tiefes Nicken und ein merkwürdig melancholischer Gesichtsausdruck, der auf dem sonst so glatten Gesicht deines Meisters erscheint. Sonst ist er ein Meister darin, seine Gefühle zu verbergen.
Er hat es dir beigebracht, wie das geht. Nicht umsonst seid ihr beide bekannt als diejenigen, die man nicht lesen kann. Doch jetzt, in diesem Augenblick, siehst du eine leichte Träne aus seinen Augen, wie sie über die Wange kullern. Und er mit der Hand auf das tote Land zeigt, das vor dir liegt. Geh. Geh ich schon. Die Maske, sie ist noch da, aber seine Hände, Jandriks Hände zittern. Dann nickt er und dreht sich um und geht. Und weil er weiß, dass er es nicht darf, schaut er nicht zurück. Die Ebene unter dir schwebt nur geradezu an dir vorbei in Zeitraffer. Durchlebt Jandrik noch einmal seine Reise durch die Ostrabenmark, an den kleinen Dörfern und den Weilern und den Städten vorbei, immer darauf bedacht, möglichst wenig Leuten zu begegnen. Gibt es eine Szene auf dem Weg nach Altzoll, die Jandrik sich besonders ansieht, irgendeine neugierige Art und Weise, irgendetwas, wo er verweilt und es sich aus Neugier ansieht? Ja. Er wandert die Straße lang, unauffällig will er sein. Nicht immer geht er die Straßen, manchmal auch querfeldein, auch das kann aber auffällig sein. Da, wo es Sinn macht, auf den Straßen zu gehen, benutzt er sie. Da sieht er, an einem Dorf vorbeikommt, mehrere junge Frauen, Mädchen und Frauen. Sie sitzen dort an einem Brunnen. Sie unterhalten sich, sie quatschen miteinander, als ob nichts sei. Als ob die Welt nicht in ihren Grundfesten erschüttert sei. Sie sitzen da und lachen miteinander. Die eine blonde, junge Frau, sie ist besonders hübsch. Sie würde ihm gefallen. Er muss stehen bleiben für einen kurzen Moment. Er ist doch erschöpft. Er lehnt sich an einen Baum. Er schaut dort rüber. Diese Szene. Sie ist ihm so schön und gleichzeitig zuwider. Gerne würde er jetzt dorthin mit denen sprechen. Vielleicht vom Apfelbaum dort. Ein Apfelbaum. Wie kann das sein hier? Ein Apfelbaum. Wie kann in dieser Hölle ein Apfelbaum stehen? Von diesem Baum wird er gerne eine pflücken, den Mädchen welche bringen, mit ihnen quatschen. Das wird er nicht tun. Das darf er nicht tun. Zu auffällig wär's und gleichzeitig ist's ihm auch zuwider. Wie können sie lachen? Wie können sie fröhlich sein? Da steht er mit diesem kalten Blick. Man kann ihn nicht lesen. Vielleicht bemerken sie ihn. Ein kurzer, verstohlener Blick der blonden Frau in deine Richtung. Dann verzieht sich ihr Gesicht. Die Mädchen tauschen einige Worte miteinander aus. Mit seinem geschulten Blick erkennt Jandrik ein verstohlenes Zeichen, ein Zeigen auf ihn. Dann drehen sie dir den Rücken zu und verlassen den Brunnen Richtung Dorfmitte. Hat er sich zu viel schon gezeigt? Hätte im Wald bleiben müssen. Jetzt ist Offensive besser. Wenn er verschwindet, wird man sich fragen, wer er ist. Wenn er einfach entlang geht, das wäre nichts. Dann vielleicht nicht. Auf die Dorfmitte geht er zu. Sein Gesichtsausdruck ist ganz ein anderer jetzt. Ein bisschen dümmlich, ein bisschen einfach. Schaut er zu den Mädchen, läuft auf sie zu.
Hey, ihr. Hallo, ich, Jandrik bin ich. Ich, vielleicht könnt ihr mir eine Frage beantworten. Und er hat's gar nicht bemerkt, so beim Vorbeigehen hat er zwei Äpfel gepflückt von jenem Baum und wirft den einen nun dem Mädchen zu. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ich war so nah am Wald schon lange nicht. Mein Onkel wollte ich besuchen. Die Szenerie beschleunigt sich wieder. Jandrik scherzt mit den Mädchen, lässt all seinen Charme spielen. Seine Maske ist perfekt. An diesem Abend zieht es ihn mit den Mädchen in die Taverne des kleinen Örtchens. Es werden einige, ja, freudige und fast schon normale zwischenmenschliche Dinge ausgetauscht untereinander. Man ist sich sympathisch. Sie scheint Jandrik zu mögen und Jandrik mag sie. Und ihre Freundinnen kichern und giegeln, als ihr miteinander tanzt zu dem Spielmannsgauklerzug, der hier ist, der ein fröhliches Lied spielt. Jandrik lässt den Blick weilen. Beim Tanz dreht er seine Tanzpartnerin umher und betrachtet mit geschultem Blick die Taverne mit all ihren Insassen, einfaches Volk, einfache Menschen. Mit Lächeln, wenn sie an ihrem Bier trinken, an ihrem Wein nippen, an dem Met einen Zug aus dem Horn nehmen oder einen Löffel in den Eintopf tauchen. Aber er sieht auch, dass viele hier eine Maske tragen. Genau wie Jandrik auch. Für die Jungen scheint es normal zu sein. Für die Alten jedoch. Bei den Alten sieht Jandrik deutlich das zweite Gesicht hinter der Maske. Die Schwere, die auf den Schultern lastet. Die Sorgen, die durchbrechen, wenn man nicht geübt ist. Das schwierige Ein- und Ausatmen, den Griff an den Oberarm, wenn einem der Arm schmerzt vom vielen Arbeiten. Die dunklen Augenringe, die tiefen Augenringe unter den Augen, wenn man nur ganz schwierig Schlaf bekommt und Tag und Nacht mit von Albträumen heimgesucht wird. Die Alten sind es, die verraten, wo ihr wirklich seid. Während die Jungen ein leichtes Leben führen, zumindest haben sie sich damit arrangiert, wie es hier ist, fragt Jandrik, wie es hier zugeht, oder tut er das nicht? Jandrik hat die Maske des Bauernjungen, der hier in der Nähe seinen Onkel sucht. Er mimt wie einer dieser jungen Leute, die sich's hier eingerichtet haben in dieser neuen Welt, die hier groß geworden sind, die es nicht anders wissen. Er beobachtet ganz genau, hört auf jedes Wort. Er merkt sich alles, sieht jeden genau an, was er sagt, wie er sagt, was die Augen verraten und die Hände. Aber er gibt nichts preis, kein bisschen. Er lacht und spaßt und flirtet mit der jungen Frau. Er genießt ihre Anwesenheit tatsächlich. Und sie genießt deine Anwesenheit. Das ist deutlich. Und der Blick wird wieder rasanter, denn Jandrik weiß genau, was in diesem Abend passiert ist. Aber er weiß auch, dass er die junge Frau allein ließ am nächsten Tag, am nächsten Morgen. Weil er hatte eine Aufgabe. Und dieses Mal, als er das Dorf verließ,
hat er zurückgeblickt. Nur kurz. Aber er hat zurückgeblickt. In seinem Herzen, da ist ein großes Fragezeichen, eine Unsicherheit. Die Erinnerung, sie ist sehr wach, aber wie können diese Menschen, diese jungen Menschen, diese junge Frau, wie kann sie dieses Leben führen? Er versteht es noch nicht. Wie können sie nicht kämpfen? Das wird er nicht begreifen. Niemals, das ist er sicher. Er schaut zurück, ja. Aber nicht aus Sehnsucht. Eher aus Unverständnis, aus einer Mischung aus Abscheu und Freude, die er nicht richtig begreifen kann. Es ist gut, dass er geht, dass er weitergeht. Er wird sich so schnell keine Blöße mehr geben. Und während die Tage und die Wanderstunden, die Strapazen des Weges an ihm vorbeischießen, werden sie begleitet von diesem Satz: Wir befreien sie alle. Wir befreien sie alle. Wir zeigen ihnen, dass sie immer noch von den Zwölfen geliebt werden. Wir befreien sie alle. Und Jandriks Weg bringt ihn tatsächlich ohne große Aufmerksamkeit erregt zu haben in diese große Stadt, die Hauptstadt der Ostrabenmark, Altzoll, schwer befestigt. Überall diese schwer gerüsteten Drachenritter, wie man sie nennt. So viel hat Jandrik bis jetzt mitbekommen. Inzwischen hat er auch erfahren, wer hier herrscht. Ein Rat voller Nekromanten. Jandrik hat des Nachts die Untoten wandeln sehen auf den Straßen. Die Menschen haben es hingenommen, als wäre es das Alltäglichste überhaupt. Vielleicht hat Jandrik sogar im Stillen und im Geheimen irgendwann einen Untoten von seinem Leid befreit. Unbeobachtet, heimlich, wie er nur Jandrik es kann. Wenn ich die Chance dazu hatte, dann habe ich es getan. Und es war gut und schnell und hat ein warmes, wohliges Gefühl in ihr ausgelöst. Du tust den Willen Borons, das musst du dir immer vor Augen führen, hast du dir gedacht. Aber nun ist diese große Stadt, bis wohl auch hier so ist, dass die Toten durch die Straßen wandeln, immerhin werden die Tore schwer bewacht. Wird man dich erkennen? Du hast nichts, was auf deinen Ornat oder deinen Rang oder deine Profession hinweist. In all den Dörfern hat deine Maske gehalten, aber hier, im Herzen, in der Hauptstadt, hier siehst du zum allerersten Mal diejenigen, die mit offenem Herzen und mit freiem Geist und mit vollem Willen der dunklen Mutter treu dienen. Bewusst sich gegen den Herrn Boron und die Zwölfe stellen, die davon profitieren, welches Leid unter die normale Bevölkerung gebracht wurde. Und diese Menschen stehen zwischen dir und dem Eingang in die Stadt, schwer gerüstet, Schild und Hellebarde, Ornat, Heraldik, Fahnen, Wimpel. In mir brodelt es. Abscheu, pure Abscheu. Am liebsten würde ich speien. Am liebsten würde ich Dolch und Schwert ziehen und jeden einzelnen dieser Monstren niederschlagen. Jeden einzelnen. Aber
Ich bin nur ein einfacher Bauernsjunge. Auf der Suche nach meinem Onkel hier in der Stadt soll er sein, habe ich gehört. Die werden mir nichts tun und für mich sind das nur Wachen. Hi, ihr! Hey, du! Oh, ich hab schon gedacht, ich schaff's nicht rechtzeitig. Ich dachte schon, es wird dunkel. Ah, bin ich aber froh, dass ich noch angekommen bin. Ich hab mich gar verlaufen. Ach, wie kann man sich denn hier verlaufen? Die Stadt ist doch von weitem zu sehen. Ja, da bin ich dort hinten hinter dem Hügel links gelaufen. Zumindest dachte ich's. Doch dann war es rechts und dann habe ich da war dann ein anderes. Ich weiß es nicht genau. Aber Stopp! Bevor du hier vorbeigehst, was ist mit dem Zoll? Kannst du bezahlen für deine beiden Beine, die du durch das Tor bringen möchtest? Klopft sich auf die Hosen und auf die Jacke und das sehe ich so aus wie einer, der Geld mit sich hat. Hier, und er greift in die Tasche und holt... Was möchtest du in der Stadt? Er ignoriert diese Frage und holt ein paar Kartoffeln hervor, die er aus dem letzten Dorf mitgenommen hat. Die habe ich noch bei mir, die könnt ihr haben. Ich bin ein Bauer, ich habe nicht viel Geld. Der Panzerhandschuh, in den du die Kartoffeln legst, zerquetscht sie, schmeißt sie auf den Boden. Was soll ich mit dem Schund? Die hat meine Mutter im Schweiße ihres Angesichtes wenn du kein Geld hast, verschwinde. Auf der Erde gegraben. Von meinem Onkel bin ich da. Der hat mich gerufen. Ich soll irgendwas für ihn tun. Wer ist dein Onkel? Ich sage einen Namen, den man vorher ausgemacht hat. Alrik, wahrscheinlich. Irgendeiner wird immer Alrik heißen. Onkel Alrik natürlich, kennt ihr den nicht? Unter dem Helm zeichnet sich ein skeptischer Blick ab. Und dieser Alrik, den du da so sagst, der kann bezahlen für dich? Ach, sicherlich kann der bezahlen. Ich bin nur ein Bauersjunge, ein Bote, mehr nicht. Ein Bote? Ah ja. Aha, und was überbringst du? Eine Botschaft. Und wie lautet die Botschaft? Ich weiß nicht, ob ich dir die sagen darf, diese Botschaft. Es ist ja doch von den Onkel Alrik. Du hast also Geheimnisse vor der dunklen Mutter. Nein, die weiß es ja, aber du ja nicht. Ich spreche in ihrem Namen. Also, darf ich es dir dann sagen? Die beiden tauschen Blicke aus, die beiden Wachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es dir dann sagen darf. Was soll ich? Also nicht, dass das ein Problem gibt für dich dann. Sprich. Okay, ja, also die Botschaft, die ich sagen soll, ist gar nicht so schwierig. Da geht's um die Kartoffelernte von meiner Mutter. Meine Mutter hat mich geschickt zum Onkel Alrik. Sie soll ihm sagen, was, wollt ihr jetzt die Botschaft wissen? Ist okay. Also, die Botschaft ist ganz... Pass auf, Kleiner. Der Panzerhandschuh packt dich am Schlawittchen, zieht dich so zu ihm hoch, auf dass du mit einem Helm auf Augenhöhe bist. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt, Kleiner. Wenn ich morgen Abend zur gleichen Zeit nicht zwei Münzen hier in meiner Hand halte, finde ich dich in der Stadt und press Münzen aus dir heraus. Rotwurzkartoffeln statt Schwarzwurzkartoffeln. Zwei Münzen. Der stößt dich weg, sodass du gegen das Tor prallst und auf dem Boden im Staub landest. Ja, ich falle hin wie einer, der sowas nicht gewohnt ist und bleibt da kurz liegen und dann rappel ich mich auf und schlag mir den Staub von den Kleidern und aus dem Haar und zwei Münzen. Wie gesagt, Rotwurzkartoffeln statt Schwarzwurzkartoffeln, hat sie gesagt. Verschwinde! Und dann renne ich davon.
Jandriks Glück war, dass hinter Jandrik ein großes Fuhrwerk eines Händlers war. Und im Vorbeigehen, als er dieses durch das Tor tritt, sieht er noch den gierigen Blick der anderen Wache. Das Lächeln, was sich auf das Gesicht legt. Was soll man sich schnell mit diesem kleinen Bauersjungen, der von Kartoffeln faselt, abgeben, wenn doch ein richtiges, großes, ein richtiger Batzen Geld als nächstes wartet? Das ist Jandriks Glück. Und froh ist er, dass er nichts gezahlt hat. Ein Bauersjunge, der einfach so zahlt. Das konnte er nicht riskieren. Lieber eine kleine Szene machen. Das ist Jandriks Weg. Jandrik verschwimmt mit den Gassen und Straßen von Altzoll. Eine Stadt voll mit Leben, aber auch mit Leid. Hier sind sogar die Jungen gezeichnet. Tragen die Jungen selbst die Maske. Und Jandrik findet seinen Weg quer durch die Stadt, fragt sich durch bei den, die es wissen müssen, nach der Taverne. Und weiß nun, dass sie nicht mehr die zwei roten Rosen heißt, sondern nun heißen sie die schwarze Schwinge. Und überall durch die Straßen patrouillieren diese Drachengardisten. Einige sind gezeichnet. Einige von ihnen tragen nun Zeichen von Spuren von Kampf. Schnitte, verbeulte Rüstungsteile, Beulen im Schild. Zu frisch, als dass man sie hätte ausbessern können. Aber damit kann sich Jandrik nun nicht befassen. Schnell wandelt er durch die Straßen und findet die schwarze Schwinge. Schneller als gedacht. Eine dunkle, verrauchte, übel riechende Taverne. Es riecht nach Schweiß, nach Dreck. Die Schankmaid sieht aus, als wäre sie 20 Jahre über deinem Alter. Und doch verraten ihre jungen Augen, dass sie noch lange nicht dein Alter erreicht hat. Doch die tiefen Furchen ziehen sich über ihr Gesicht, das wahrscheinlich schon sehr viel mehr gesehen hat, als jemand in ihrem Alter hätte sehen sollen. Die Haare sind zerzaust und unbeholfen zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Kleidung, ja, sie ist sauber, aber oft geflickt. Die Wirtin hinter dem Tresen putzt mehr pro forma als wirklich die Becher. Und das, was sie einschenken, das Ale, was aus dem Zapfhahn, aus dem Fass fließt, ist Milch, ist nicht milchig, sondern ist wässrig, verwässert, gestreckt. Diejenigen, die hier zu Gast sind, tragen ihre Schultern tief. Atmen schwer. Stecken ihren Löffel nicht mit einem Lächeln in den Eintopf. Jeder Bissen, der von dem Brot gebrochen wird, das man untereinander teilt, wird mit Bedacht abgebrochen, als wäre es der letzte Bissen. Hier spielt keine Spielmannstruppe. Diese Behausung hier mit all ihren dunklen, finsteren Ecken ist genau das, wie Jandrik sich das vorgestellt hat, wie die Menschen leben müssten. Die Taverne aus der Hölle.
Jandrik geht auch mit gebeugtem Kopf hinein. Will nicht auffallen, schaut sich um, will sich erinnern, was hatte man ihm gesagt. Wie soll er sich zu erkennen geben, Wach? Was soll er Ausschau halten? Jetzt erstmal setzt er sich, wie es üblich wäre, irgendwo an einen kleinen Tisch. Wartet, schaut. Man beachtet dich nicht weiter. Die einzige Person, die dir Beachtung schenkt, ist die Schankmaid, die vorbeikommt, seufzt und dich nach deinem Wunsch fragt. Ein Ale bestellt er. Immer noch erinnernd, sollte er sich hier treffen? Soll er hier warten? Soll er etwas Bestimmtes sagen? Ein Ale. Sicher doch. Kommt sofort. Sie dreht sich vom Tisch weg, bleibt eine Sekunde stehen, als würde sie auf irgendwas warten, spannt die Armmuskeln an, an dem Arm, der nicht das Tablett trägt, und geht dann schnellen Schrittes zum Tresen hinüber. Als sie wiederkommt, schenkt sie dir ein Lächeln und stellt den Alebecher schwappend vor dich hin. Das Ale. Ich danke euch. Jandrik bezahlt. Und die Schankmaid verschwindet wieder an den nächsten Tisch. Jandrik schaut sich um. Überall dunkle Ecken, Rauch, die sich Pfeife rauchende Menschen vernebeln quasi dieses Etablissement, was auch noch wenig Fenster besitzt. Ein zu tief, ekelhaft angelaufenes Fenster, was noch halb mit Brettern vernagelt ist. Richtig Luftdurchzug gibt es hier nicht. Und dennoch qualmt es aus möglichst vielen Pfeifen. Aus allen Ecken, in denen man sieht es glimmen, wenn sich jemand in einer dunklen Ecke versteckt hält, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Man sieht nur durch das Glimmen der Pfeife und durch den Rauch, der in die etwas beleuchteteren Ecken der Taverne fließt, dass dort jemand sitzt. Und auch Jandrik an seinem Ort, wo er an seinem Tisch, an dem er sitzt, nur beleuchtet, ganz spärlich, von der einen großen Fackel in der Mitte des Raumes. Man legt keinen Wert darauf, jede Ecke dieses Etablissements auszuleuchten. Es reicht, wenn man ganz grob weiß, wo die Tische sind. Und wenn Jandrik beobachtet, merkt er schnell, dass man hier mit der Schankmaid nicht so umspringt, wie er das getan hat. Man schubst sie herum, man zieht ihr am Kleid, schlägt ihr auf den Allerwertesten. Und das sind noch die netten Begrüßungsformeln. Ich würde gerne eine Karte ziehen. Aber sicher, wir spielen ja Arcana-Karten. Augenblick. Und eingeblendet, ja. Ziehe eine Karte. Habe ich. Das ist die jetzt gerade eingeblendet ist? Mhm. Okay. Was sagt sie dir? Die Schankenmaid. Jetzt fällt es ihm auf, wie sie alle sie behandeln. Man sieht sie auch an. Am Hals. Gesicht, auch wie sie geht. Sie ist hier nicht gut behandelt worden. Vielleicht geschlagen worden? Gnadenlos von irgendjemandem ausgenutzt worden. Sie hat gelächelt. Ihn hat sie angelächelt.
Das muss er sich merken. In dieser Welt voller Hass und Krieg und Blutgier und Gewalt ist eine einzige kleine Nettigkeit eine Waffe. Das wird er nicht vergessen. Er trinkt sein Ale. Er wartet noch. Hier hat er eine Chance, eine Saat zu setzen. Er bestellt noch eins. Absichtlich. Und wenn sie wiederkommt, zahlt er. Aber unter der Hand, da zahlt er eine Münze mehr. Und ganz kurz nur. Ganz kurz nur lächelt er sie an, dass wirklich nur sie es sehen kann. Ein ungläubiger Blick huscht über ihr Gesicht, als sie die Münzen schnell einsteckt. Jetzt guck nicht so dumm, geh weiter! Sie dreht sich weg, guckt noch einmal verstohlen über die Schulter, ganz schnell, fast von allen unbemerkt. Siehst ihre Augen, wie sie hier hin und rechts nach links zum Tresen wandern zu dir. Sie ist kurz verwirrt. Aber dann widmet sie sich schon wieder dem nächsten Gast, der sie anrumpelt und ihr fast das Tablett aus der Hand schlägt. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Mein Wams ist ganz dreckig jetzt. Dafür kriege ich aber ein Ill jetzt. Blöde. Schubst sie noch einmal. Ich merke mir dieses Gesicht. Diesen da, den merke ich mir ganz genau. Ein grobschlächtiger Mann mit einer kurzgeschnittenen Frisur. Die Haare sind allerdings unterbrochen auf der Stirn. Zieht sich eine lange Narbe quer über den Kopf nach hinten, wo der Haarwuchs durch die Narbe verhindert wird. Als hätte ihm jemand den Schädel gespalten. Irgendwann einmal aber erlebt. Sein Rauschebart, sein ungepflegter Rauschebart, der schon das ein oder andere Ale in sich trägt, getränkt ist vom Alkohol. Sein Atem stinkt bis zu dir herüber, übertüncht sogar den Pfeifengeruch, der Nebel dieser Taverne. Er trägt die Kleidung von einfachem Volk, ganz unauffälliges, ein Hemd, eine Hose, nur durch einen Strick gehalten. Die Schuhe, wenn man es noch Schuhe nennen kann, aufgeplatzt. Die Oberarme durchaus kräftig, tätowiert. So viel kann Jandrik erkennen. Schmutz unter den Fingernägeln. Tief eingefallener Blick. Gierig schaut der Schankmeid hinterher. Du bist gemutet. Ich bleibe sitzen. Schaue mir das alles an und warte. Warte auf ein Zeichen auf meinen Gegenüber, den ich treffen soll. Versuche mich noch immer zu erinnern, was vereinbart war, wie ich ihn ansprechen soll, wie ich ihn erkenne. Die Kneipe nähert sich, während Jandrik wartet. Wie Jandrik sieht, wie dieser grobschlächtige Mann die Schankmaid ein ums andere Mal noch einmal bedrängt und andere das auch tun. Männer wie Frauen, Soldaten, teilweise Drachengardisten, wenn auch wahrscheinlich erkennbar für Jandriks geschulten Blick niederen Ranges. Aber irgendwann leert sich alles hier und selbst aus der letzten Ecke zieht sich der letzte Alte, die letzte Alte, an dem Fackelschein vorbei, wankend,
Richtung Ausgangstür. Die Inhaberin der Taverne, die so viel zu tun hatte heute, zählt schon die Tageseinkünfte, redet an der anderen Ecke der Taverne mit der Schankmaid. Sie schubst sie, nimmt ihr ein paar Münzen aus der Hand. Die beiden sind durchaus, naja, sie haben eine Meinungsverschiedenheit anscheinend über das Geld. Und die Alte gewinnt über die Junge. Jandrik scheint der letzte Gast zu sein. Irgendwann werden Stühle nach oben gestellt. Und die junge Frau, die Schankmaid, tritt erneut an deinen Tisch. Es tut mir leid, aber wir schließen gleich. Ihre Blicke wandern zwischen Jandrik und der Tavernenbesitzerin hin und her. Wollt ihr ein Zimmer? Eine Übernachtungsmöglichkeit? Das wäre sehr nett. Habt ihr zufällig eine? Ihr wirst wissen, ich soll hier meinen Onkel treffen. Ich dachte, er ist vielleicht heute schon da, aber möglicherweise kommt er erst morgen. Und da wäre es gut, wenn ich eine einfache Kammer oder ein Lager im Stroh würde mir auch reichen. Sicher. Stroh. Aha. Ja. Wartet einen Augenblick. Ich glaube, ich kann da was für euch arrangieren. Das wäre sehr nett. Sie geht rüber zur Tavernenbesitzerin. Die beiden tauschen wieder ein paar Worte aus. Dann etwas lauter schaltest du dir rüber. Was? Mein Speicher! Nein, 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 ich lasse doch da nicht jeden schlafen. Dann dreht die junge Schankmaid ihre Handfläche zu der alten Frau. Ach so. Ja. Naja, wenn er bezahlen kann, dann ist das natürlich was anderes. Ich klopfe mir auf die Hosen und mache ein Münzchen hervor. Ich hab nicht viel, aber ein bisschen schon noch. Beide kommen zu dir an den Tisch. So. Die gute Rondana hier hat mir gesagt, ihr wollt einen Platz in meinem Speicher. Wenn es euch keine Umstände macht, das wäre sehr... Oh, es macht mir große Umstände. Oh, das tut mir schrecklich leid. Ich bin Wie auch heißt nicht ihr? Komplett... Herr Jandrik. Herr Jandrik. Wo kommt ihr her? Hier aus Alzoll? Nein. Ich komme nicht. Um Gottes Willen, aus Wiesenfelden komme ich. Oh, das ist weit weg. Ja, mein Onkel wohnt hier und meine Mutter hat mich hergeschickt wegen den Kartoffeln. Kartoffeln, ja. Mhm. Okay, ja. Sie sagt, du kannst bezahlen. Ich zeige die Münze. Gierig schnappt sie nach der Münze. Das reicht. Danke. Aber erwarte bloß nicht, dass ich Stroh da oben hochtue. Der harte Boden muss dir reichen. Der soll mir auch reichen. Und bevor der Hahn kräht, bist du wieder verschwunden. Und wehe, ich finde irgendwas in der Hinterlassenschaft in der Ecke oder so. Da brauchen Sie sich aber keine Sorgen machen. Sowas mache ich nicht. Ich bin gut erzogen. Piss gefälligst auf der Straße wie jeder andere auch. So soll es sein. Aber nicht in den Pferdetrog. Ah, nein, da müssen ja die Pferde drin trinken, nicht wahr? Landvolk. So, verzieh dich, ich muss hier noch putzen. Ja, dann. Dreht sich um, geht weg und die Schankmeisterin seufzt einmal tief.
Oder ich muss putzen, ja. Ich danke dir. Du bist eine gute Frau, das sehe ich gleich. Danke dir. Du, und meine Hand berührt ihre Handfläche ganz kurz, ganz knapp. Da ist noch eine Münze. Ich schaue sie an. Deute ihr an, dass sie nicht reagieren soll. Sie setzt dazu an, zu antworten, etwas zu sagen, doch der Druck auf der Hand lässt sie innehalten. Hör zu. Mein Onkel, der heißt Tardan. Wenn du ihn kennst, dann sag ihm, dass ich hier bin. Die Augen werden kurz groß. Nickt. Stumm. Dann lache ich laut. Guter Witz. Also ich gehe dann mal hoch, nicht wahr? Und schaue so ein bisschen dümmlich verliebt in ihre Richtung nochmal und stolper dann gegen einen Stuhl. Wo war es nochmal? Da hoch? Ja, hier die Leiter hoch. Die Leiter, ja. Ja, also dann mach's gut. Schau nochmal zur Schankmaid. Dabei stoße ich auch fast nochmal gegen die Tür, aber diesmal bremse ich ab. Gute Nacht. Du hörst, was die Leiter hochsteigst, deren Stufen halbwegs morsch zu sein scheinen. Du musst aufpassen. Nicht jede von den Leitersprossen hält dein Gewicht. Aber du schaffst es nach oben durch die knarrenzende und knarrende Luke auf den mit dickem Staub bedeckten Boden dieses Gebäudes kraxeln. Der Boden des Daches ist leer, nur mit dicken Staubflocken und Unrat bedeckt, der noch durch das mit Stroh gedeckte Dach durchgedrungen ist. Vogel, Urin, Vogel, Kot. Vielleicht findet Jandrik aber doch die ein oder andere Ecke, wo man nicht von einem Regenguss, der des Nachts kommt, vielleicht überrascht wird. Er sucht sich eine Stelle, die einigermaßen trocken ist und gleichzeitig aber einen Blick auf die Leiter hat. Sein Schwert versteckt unterm Wamst. Auch den Dolch dort in der Nähe. Er ist müde von all den Reisen und er macht sich etwas Sorgen, ob er zu viel preisgegeben hat, aber er hat da so ein Gefühl mit dieser Schankmaid. Ach, mit den Frauen, da täuscht er sich auch gerne. Aber sie sah so freundlich aus. Sie unten, ist bestimmt. Unten hörst du die beiden miteinander debattieren. Erst geht es um Geld. Und dann hörst du die deutliche Ermahnung der Alten. Wenn ich dich heute Abend oben auf dem Dach oder sonst wo erwische. Ich hab euch genau schäkern sehen. Und raus mit dir. Atme ich aus vor Erleichterung. Die Scharade ist gelungen. Sicher, dann, sicher. Ich habe immerhin eine Zusatzeinkunft gebracht, nicht wahr? Ja, ist gut. Auf den Barmützen kann ich mir jetzt auch nicht viel kaufen. Es bild dir bloß nichts drauf ein. Obwohl, wir könnten den Dachboden vielleicht öfter an so durchreisende Idioten wie den da oben verhökern. Vielleicht das nächste Mal für 2 Münzen anstatt für 1. Meinst du, der Dachboden ist das wert? Ja, sicher. Wir sollten das machen. Aber vielleicht sollten wir die Leiter vorher ein bisschen herrichten oder so. Was? Nein! Du hast ein klatschendes Geräusch. Dafür reicht das Geld nie und nimmer. Jetzt verzieh dich, die Leiter herrichten. Ja. Jandrik würde die Nacht dort verbringen. Er versucht etwas zu schlafen, wenn er es kann. Und wartet auf morgen. Die Nacht ist eine unruhige Nacht, wie fast jede Nacht hier in der Ostrabenmark. Träume dringen durch den Kopf. Und Jandrik hat gelernt, mit Träumen umzugehen. Hat sie gelernt, genau zu begutachten,
sich darin zu bewegen, sie zu beeinflussen. Und so fällt Jandrik mehr in einen traumlosen Schlaf, weil er aktiv verhindert, dass das Übel und die Grauen dieses Landes in seinen Kopf dringen. Auch betet er zu seinem Gott, zu Boron, bevor er in den Schlaf geht, bevor er ihm auf die einfachste aller Weisen huldigt, bittet er, dass er ihn nicht verlassen möge, hier in der Finsternis. Irgendwo krächzt ein Rabe. Ist das real? Bildest du dir das ein? Ist das nur in deinem Kopf oder ist es der Rabe, der auf dem Kampffeld war? Jandrik schlägt die Augen auf und der neue Tag beginnt. Er klettert die Leiter herunter, sieht wieder die alte Frau. Na endlich! Frühstück kostet extra! Die junge Schankmaid ist nicht zu sehen, aber es ist auch noch früh. Danke. Mach dich nützlich und mach vielleicht mal ein bisschen. Stell die Stühle runter, du bist doch stark genug. Ja. Klar, meine Mama sagt immer, ich soll helfen, wo ich kann. Die Tür wird aufgeschwungen und die junge Schankmaid tritt ein. Verzeihung, ich komme zu spät. Beim Dienst für die dunkle Mutter, genau. Das ist auch wichtig, nicht wahr? Das ist wichtig. Ja, genau, das ist sehr wichtig, sagt die alte Frau. Man sieht sie auffällig nach rechts und links gucken. Ich war da auch bei der Frühandacht, ja. Je früher, umso besser, sagt meine Mama immer. Du solltest nachher auch dahin gehen, nicht wahr? Ja. Ja, stimmt. Ihr könnt ja zusammen gehen. Ja. Also ich, hier, die Stühle, ich habe sie aufgestellt. Vielleicht ein Kantenbrot? Hast du 2 Münzen? Ich habe nichts mehr, es tut mir leid. Dann gibt's auch kein Brot. Aber ich habe doch geholfen. Ja, und hier übernachtet. Ich habe bezahlt. Sagt wer? Hast du was gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ja, dann muss ich mir eingebildet haben, dass dann sollte ich zur dunklen Mutter beten, damit ich mich. Wenn du kein Geld mehr hast, dann brauchst du dich hier gar nicht erst wieder hinsetzen und ein Ale bestellen oder so. Ich kenne euch Zichpreller. Ich gehe zur dunklen Mutter, damit sie mir Verstand einhaucht. Das sagt meine Mutter immer. Wo? Ich kenne mich nicht aus in der Stadt. Wo muss ich da hin? Zum Marktplatz, da die Straße runter. Ja. Ich, wenn ich meinen Onkel finde, dann bringe ich Geld. Dann bestelle ich ein ganz dickes Frühstück und den leckeren Ale von gestern. Dein Weg führt dich zur Eingangstür der Taverne und führt dich an der Schankmaid vorbei, die dir kurz ein Zwinkern schenkt. Und dann ein kurzes Nicken, als ob sie irgendetwas dir zeigen wollte. Ich schaue in die Richtung. Ganz kurz. Ihre Bewegungen sind unbeholfen, ungelernt, auffällig, zeigt sie zur Tür. Ja, dann stolper ich und fall ihr aus Versehen in die Arme. Huch! Entschuldigung! Jetzt bin ich nah an ihr. Warte draußen. Ich nicke. Es tut mir leid. Und zum Schweinestall. Fass ihr an den Rock, ganz unbeholfen. Entschuldigung. Und dann drehe ich mich weg und gehe hinaus zum Schweinestall. Als du den Schweinestall von außen siehst, lehnt eine dunkle Gestalt an der Tür. Schwarze
Gewandung. Einen langen Mantel mit großer Kapuze, die tief ins Gesicht gezogen ist. Ich komme langsam näher. Schwere Reiterstiefel sind zu erkennen unter dem Mantel. Also Sie, also wenn Sie da reingehen, da müssen Sie Geld mitnehmen, sage ich Ihnen. Also ohne Geld geht da gar nichts. Aber du Jandrik? Jandrik heiß ich, ja. Komm mit. Und ich folge. Vorsichtig. Er führt dich in die dunkle Gasse neben dem Stein, neben dem Schweinestall. Der Rinnsal der Bedürftigkeiten, die Leute aus den Fenstern schütten, fließt zwischen euch. Er hält gekonnt eine Armlänge Abstand zu dir. Bedacht darauf, dich zu beobachten. Was willst du hier? Woher kennst du meinen Namen? Wie ist denn euer Name? Du hast ihn gestern gesagt, nicht wahr? Wiederhol ihn. Ich muss ihn aus eurem Mund hören. Ich glaube, ich bestimme die Spielregeln. Das glaube ich nicht. Dann werden wir uns nicht einig. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden uns einig. Wenn ihr der seid, den ich suche, ich habe mich schon gezeigt. Onkel Alrik? Der zwinkert. Schlägt die Kapuze zurück, dass man sein langes, strähniges Haar mit weißen Strähnen sehen kann. Trägt braunes, langes Haar mit weißen Strähnen, kurz bis auf die Schultern fallend. Wischt sich die Haare aus dem Gesicht. Fein gezwirbelter Oberlippenbart fährt sich einmal über das Gesicht. Nun, der Onkel möchte gerne hören, was du zu sagen hast. Sieht eine Kette nach draußen, in der ein Boronsrad zu sehen ist und steckt sie sofort wieder unter das Wams. Hier. Er blickt sich um. Ich habe dafür gesorgt, dass uns niemand zuhört. Woher kennt ihr den Namen Onkel Alrik? Den habe ich nur den Wachen gesagt. Ich habe meine Augen und Ohren überall. Und wenn jemand in die Stadt gelangt und nach jemandem sucht, weiß ich das. Ich versuche mich zu erinnern. Hat man neben Jägen bis auf dieses Boronsrad ein Erkennungszeichen, dass ich diesen Mann unterscheiden kann von anderen? Verdammt! Ein Gebet an Boron. Hoffen, dass ich mich nicht vertue. Ich habe eine Botschaft. Ich hoffe, keine Botschaft über Kartoffeln. Ich schlage gegen meinen Umhang. Hier drin ist sie. Wenn sie für mich ist, gebt sie mir. Ich will eine Karte ziehen. Ja. Tu das. Sehr passend. Ich schaue den Mann mir an. Alles, was ich gelernt habe über das Einschätzen von Menschen, das, was ich weiß, was ich kann, meine Menschenkenntnisse, die über das Normale hinausgehen.
Ich kann den Menschen sehen. Ich kann Menschen lesen. Ihre Aufrichtigkeit, ihre Offenheit sehen, ihre Lügen. Manchmal, so bilde ich es mir ein, ich täusche mich auch oft, aber ich schaue ihn mir an. Dein Gegenüber ist gezeichnet von Erfahrungen. Das spricht Bände aus seinem Gesicht. Seine Ausdrucksweise zeigt, dass er gut zu verbergen weiß oder gut weiß, wie man schauen muss. Aber er steht auch stolz da, aufrecht mit erhobenem Kinn, geraden Schultern. Seine Körperhaltung ist entweder sehr gut einstudiert oder offen für das, was du zu geben hast, was du zu sagen hast. Fast schon einladend. Wäre ich doch erfahrener. Wüsste ich doch mehr über die Welt. Hätte ich doch mehr schon erlebt. So ein riesiger Auftrag. So wenig Wissen, so verborgen. Ich muss dir vertrauen. Jemand wie du sollte nicht so laut beten des Nachts. Ja, ich habe noch viel zu lernen. Dann nehme ich die Tasche und gebe sie dem Mann. Danke dir, Jandrik. Ich werde sie an ihren Zielort bringen. Hast du noch eine Möglichkeit, hier zu übernachten und auf meine Antwort zu warten? Ich denke, es wird sich der eine oder andere auftun. Ansonsten kannst du bei der letzten 12 göttergläubigen Shankmaid übernachten, die es in dieser Stadt noch gibt. Ein kurzes Lächeln. Das Lächeln scheint zu sagen, das hatte ich sowieso vor. Aber Jandrik sagt es nicht. Wir treffen uns morgen früh wieder an dieser Stelle. Dann gebe ich dir die Antwort. Ja, ich danke euch ja. Der Tag vergeht wie im Fluge. Und mit stetiger Unruhe in Jandrik, ob er das Richtige getan hat, ob er dieses Kleinod eigentlich an den Richtigen abgegeben hat. Die Kontaktaufnahme zur Shankmaid verläuft einfach. Du weißt, wo sie zu finden ist. Du weißt, wie man geschickt dafür sorgt, dass man ungestört sich unterhalten kann. Du kannst die Tavernenbesitzerin so gut einschätzen und so gut lesen und ihre Aktionen vorher planen. Und Jandrik ist der geborene Charmeur. Ihr habt eine Möglichkeit, dass sie früher gehen kann. Und tatsächlich kannst du bei ihr übernachten. Ein einfaches, kleines Zimmer. Nur ein Bett. Ein Hocker und ein halb aus den Angeln und schiefer Schrank. Mehr besitzt sie nicht. Wie selbstverständlich. Jandrik hat vorher etwas Essen besorgt. Nichts Auffälliges, nicht zu viel, damit er auffallen würde. Aber doch so viel, dass es für sie etwas Besonderes ist. Vielleicht auch ein Bier oder ein Ale, irgendwas, was sie normalerweise nicht so einfach kriegt. Er setzt sich auf den Boden. Schaut zu, wie sie isst, wie sie trinkt. Und er will vor allem eines heute von ihr. Ich habe lange kein frisches Brot mehr gehabt. Danke. Er will, dass sie erzählt. Also, woher kennst du ihn? Das ist mein Onkel, habe ich dir doch gesagt. Schon klar, ja, ist auch mein Onkel. Ja, ja. Irgendwie. Kennen wir nicht alle irgendwelche Onkel hier in der Stadt? Er kennt sich gut aus mit Kartoffeln.
Aber erzähl von dir. Erzähl vom Leben in der Stadt. Dir geht's nicht gut hier, oder? Es ist die... Zumindest... Zumindest lassen sie uns in Ruhe. Haben andere Sachen zu tun. Als der Drache noch geherrscht hat, war es schlimmer. Aber alle behandeln dich so schrecklich. Warum? Nein. Sie behandeln mich nicht schrecklich. Du hast noch keine schreckliche Tat gesehen, glaube ich. Dieser Ort. Eine Frau wie ich kann dafür sorgen, dass das Allerschlimmste erspart bleibt. Wenn man nett zu gewissen Leuten ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Und sein Gesicht ist stahlhart. Er lässt sich nichts anmerken, was er denkt. Du wirst der allererste seit einigen Götterläufen, der mir Trinkgeld gegeben hat. Das hat mich schon verraten, nicht wahr? Nein. Nicht das Trinkgeld. Nur, dass du mich danach nicht berührt hast. Baron ist mit mir. Die Götter sind mit mir. Sie haben mich zu dir geführt. Ich habe das Gefühl, die Götter weichen. Der Hand der Götter reicht nicht hierher. Nein, nein. Und jetzt ruckt er kurz vor und es ist nicht böse gemeint. Er berührt ihre Hand. Nein, das darfst du nicht glauben. Die Hand der Zwölf, sie reicht auch zu dir. Das ist einfach gesagt von jemandem, der ihn kennt. Du darfst nicht wanken. Was hast du mit ihm zu schaffen? Du weißt, dass ich dir das nicht sagen darf. Du weißt schon, wer er ist, oder? Ich warte ab, ob sie noch was sagt. Er ist die rechte Hand vom Bürgermeister? Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich kenne eure Bräuche nicht. Ich weiß, dass er wichtig ist, ja. Ich habe irgendwo seinen... Wie heißt er? Lucardus. So heißt er oder der Bürgermeister? Der Bürgermeister. Und woher wusstest du, dass er anders ist? Woher weißt du es? Er ist nicht anders. Aber? Du kanntest seinen Namen. Was hast du mit ihm zu schaffen? Du bist so nett. Ich hatte eine Aufgabe. Die habe ich erledigt. Du hast ihn getroffen und ich habe es arrangiert. War das deine Aufgabe, ihn zu treffen? Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du mehr weißt. Vermutlich nicht, nein. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich überhaupt hierher bringen soll. Aber irgendwas in mir sagt mir, dass du in Ordnung bist. Ist das Fantasie? Und das, was du eben gesagt hast, das ist so, deine Worte wirken so hoffnungsvoll wie von jemandem, der das alles hier nicht kennt. Du kommst nicht von hier. Und du kommst auch nicht. Du kommst auch nicht an irgendeinem Bauernhof.
Ich weiß schon viel zu viel, glaube ich. Weißt du, Wissen ist in der Situation, in der ich stecke, etwas, was ich brauche zum Überleben. Ich verstehe. Ich bin gut darin, Leute zu sehen, einzuschätzen. Anders würde ich nicht überleben. Deine Berührung hat mir sofort gesagt, der ist anders. Und dann hast du seinen Namen gesagt und alles fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Es passt nicht in meinem Kopf. Passt nicht mit dem, was du gerade sagtest. Passt nicht zu dem, wie du dich verhältst. Wer bei allen Niederhöllen bist du? Wenn ich dich hier schlafen lassen soll, dann sei wenigstens ehrlich. Ich habe das verdient, oder? Ich bin ein Trottel. Erst bin ich. Wieso? Ich halte mich für einen schlauen Kerl, einen, der alle austricksen kann. Einer, der in alle Rudel schlüpfen kann, aber in Wahrheit bin ich ein Trottel. Er sofort im ersten Moment alles preisgibt, was er sagt und tut. Du hast mich sofort durchschaut. Nein. Du weißt mehr als über mich, als ich über dich. Und ich bin hier in diese Welt gekommen, ohne zu wissen, wer er ist. Du sagst, er ist einer der Anführer hier? Ja. Der, die rechte Hand von ihm. Und er ist der Leiter des Nekromantenrats. Was haben Sie sich nur gedacht? Was hat jemand wie du mit dem Nekromantenrat zu schaffen? Was haben Sie sich nur gedacht? Du schließt die Augen, legst die Stirn in Runzeln und lässt das Gespräch mit Boronida noch einmal vor deinem geistigen Auge passieren. Sie war so deutlich. Das war die richtige Person. Das war das richtige Kuchrot. Was hat sie mit ihm zu tun? Irgendwas ist hier. Und ich muss eine Entscheidung treffen. Soll ich diese junge Frau jetzt noch weiter hier hinein? Sie ist schon so tief drin, sie hat verdient, mehr zu wissen, aber ihr mehr zu sagen, bringt alles in Gefahr. Ich Trottel. Ich hätte gar nicht zu ihr gehen sollen, aber er hat schon gewusst, dass ich zu ihr gehe. Ich muss auf Boronira vertrauen. Ich muss auf sie vertrauen. Die Hochgeweihte wird wissen, was sie tut. Und Boron selbst hat mir diese junge Frau geschickt, die mir über meinen Schlaf wachen wird. Sie hat es verdient. Ein kleiner Funken Hoffnung. Und wenn es dumm ist und wenn es närrisch ist, ein kleiner Funken Hoffnung. Ich fasse ihre Hand. Ich schaue sie an. Hör zu. Hör mir gut zu. Nicht alles ist immer, wie es scheint. Nicht jeder ist das, was er scheint. Hinter den Fassaden, hinter den Masken sind wir anders. Jeder einzelne von uns. Und auch wenn einer böse und schrecklich wirkt, so heißt das nicht, dass er nicht im Bunde ist mit denen, die es besser machen wollen. Die Zeiten, sie können sich ändern. Du musst nur dran glauben und du darfst nichts verraten. Ich weiß, dass diese Information dir Geld bringen kann, wenn du es den Wachen sagst. Ich weiß, dass du davon profitieren kannst für den kurzen Moment. Und ich kann dir nicht viel geben, dass das aufwiegt, was du hättest, wenn du mich und wenn du ihn verrätst.
Du hast hier einen Schatz in der Hand. Einen großen Schatz. Doch aus diesem Schatz. Da kannst du mehr machen, wenn du schweigst. Du bist jetzt Teil einer besseren Welt, wenn du es willst. Sie schließt die Augen und setzt ein zaghaftes Nicken an. Puh. Also ein Schluck von dem Ale da. Ich glaube, den kann ich jetzt brauchen. Viel hast du ja nicht mitgebracht. Ich wollte nicht abfallen. Das war bekannte Brot. Vielleicht habe ich noch und ein kleines Stückchen Speck habe ich noch und schieb sie hin. Ihre Augen leuchten und sie in den Speck beißt. Dann lehne ich mich zurück und hoffe, dass Boron mit mir ist und bete diesmal nur für mich im Stummen. Gelernt hat er, Jandrik. Und dann ist der nächste Tag angebrochen. Geht Jandrik in die Gasse, wie verabredet. Ja, ich vertraue. Dann steht dort wieder die gleiche Person wie gestern. Hat immer noch die gleiche Tasche, die du schon hierher getragen hast, in der Hand, umgehängt um die Schulter. Nickt dir zu. Ah. Wie ist es dir ergangen? Hat's Spaß gemacht? Man muss sich auch mal amüsieren zwischendurch. Ich verstehe. Hier ist meine Antwort. Reicht dir die Tasche? Ich nehme sie. Mit den besten Grüßen zurück. Ich soll dir sagen, es eilt. Du sollst dich beeilen, zurückzukehren. Ich nicke. Brauchst du Hilfe beim Verlassen? 2 Münzen bräuchte ich. Er greift unter den Bams, zieht seine Geldkatze raus, zählt sorgsam 3 Münzen ab und gibt dir 3. Ich steck sie ein. Und Lohn für nicke. Die Botschaft. Wenn du sie siehst und sie abgibst, sag ihr, er war erfreut, von ihr zu hören. Ich werde sie ausrichten. Dann geh. Ich nicke, dreh mich um und verschwinde in die Gassen. Verschwindet, verschmilzt mit den dunklen Gassen der Stadt. Eilst du dich, schnell die Stadt zu verlassen? Ja, erst will ich sicher sein, nicht verfolgt zu werden. So weit geht mein Training und mein Verstand dann doch, auch wenn ich so viele Fehler gemacht habe, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass ich noch nicht längst in irgendeinem Kerker schmore, aber... Niemand verfolgt dich. So gehe ich los. Und bei den Wachen. Das macht alles keinen Sinn. Dann bleibe ich stehen. In einem Schatten. Und denk nochmal nach. Diese Tasche. Was ist da drin? Soll ich schauen? Dieser Mann. Wie kann das sein? Ich sollte schauen. Aber nicht hier. Nicht hier. Sie hat nicht gesagt, ich darf nicht schauen. Das habe ich mir selber auferlegt. Erst wenn ich draußen bin. Raus hier. Weg aus der Stadt. Das mag keinen Sinn machen, aber sonderisch bin ich nicht, dass ich es hier öffne. Raus. Ich bin wieder der Bauersjunge. Ich erinnere mich an die 2 Wächter und an die 2 Münzen. Die 2 Münzen natürlich auch mit Genugtuung an sich nehmen. Und du kannst sogar redegewandt heraushandeln, dass sie dich wieder für den Tag, am nächsten Tag sollst du natürlich mit 2 Münzen wieder zurückkehren,
herauslassen aus der Stadt, ohne zu bezahlen. Sicher, sicher komme ich. Mit den 2 Münzen. Morgen wieder. Ja, morgen wieder. Ich bringe euch auch Kartoffeln mit, die roten. Ja, ja, ja. Lass sie zu Hause. Die sind lecker. Ja, glaube ich auch. In der Suppe. In der Suppe gebraten, aber auch als Püree. Sie lassen dich vorbei und du bringst die erste Wegstrecke zwischen dich und dieses verfluchte Stadt. Einmal wissend, schauen. Dass dort ein kleiner Funken Hoffnung von dir gesät wurde. Ich hoffe, es hält. Das gute Mädchen. Ich schaue mich um, gehe sicher, dass ich nicht beobachtet werde, gehe etwas von dem Wege ab, den Wald oder was hier für Vegetation ist, ich nicht gesehen werde und dann muss ich doch schauen. Dann muss ich doch schauen. Die Neugier, sie übermannt mich dann doch, was da drin ist in der Tasche. Es ist eine Papyrusrolle, gesiegelt mit einem nichtssagenden Siegel, ein Schild. Dir ist das heraldische Symbol nicht bekannt. Öffnen kann ich es nicht. Aber das Symbol merke ich mir gut. Man kann es schon öffnen. Wenn sie sieht, dass ich es geöffnet habe. Sie hat nicht gesagt, ich darf nicht. Verdammt! Und da ist schon offen. Da habe ich das Siegel schon gebrochen. Bevor ich mich recht versehe. Das alles ist mir zu unheimlich. Ich muss wissen, was hier vor sich geht. Du öffnest die Papyrusrolle und liest. Vor deinem geistigen Auge, vor deinem geistigen Ohr hörst du eine tiefe männliche Stimme sprechen, während du die Zeilen liest, die dieser Mensch wohl geschrieben hat. An meine unwissende Erbin. Aus deinem letzten Brief entnehme ich, dass du nach wie vor nicht umzustimmen bist. Dein Vorhaben endlich aufzugeben. Der Unergründliche lehrt dich doch, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Es ist schon beinahe rührend, wie sehr du dich um das Seelenheil deines alten Weggefährten sorgst. Versteh dies jetzt bitte nicht als bitteren Spott, aber ich halte deine Aufopferung für genauso töricht wie sinnlos. Aber das weißt du ja bereits. Dass du dich an deiner Verzweiflung ausgerechnet an die Inquisition gewandt hast, hat mich allerdings doch überrascht. Der Schritt ist mutig und wird einige im Orden, besonders Baranoier, sicher sauer aufstoßen. Zu deinen Fragen über die Deutung der Prophezeiung kann ich nur sagen, was ich dir schon oft gesagt habe. Für jeden haben die Worte eine andere Bedeutung, die sich nicht unbedingt ausschließen müssen. Und die erst recht nicht eintreffen müssen. Du erinnerst dich doch noch, als wir Seite an Seite die Truppen der verdammten Alanfana zurückschlugen, erfüllt vom heuchlerischen Gewissenheit, dass wir den Willen des Unergründlichen erfüllen und ihnen den Zugriff auf das Orakel verwehren. An diesem Abend offenbarte es uns beiden seine Prophezeiung. Und heute... heute bin ich hier, um das Orakel Lügen zu strafen. Seit der Stab bei der Vernichtung Razazors zerstört wurde, kannst weder du noch der Rest deines kläglichen Ordens das Vergessen bringen. Also wirst du dich daran wohl doch noch erinnern. Ich sage es dir noch einmal. Ein letztes Mal. Mach dir keine Sorgen um meine Seele. Bald schon wird sich eine Gelegenheit ergeben, die, nennen wir es, die Rahmenbedingungen meiner Allianz mit meiner Herrin neu verhandeln wird. Sei mir nicht im Weg, sonst stehst du früher vor deinem stillen Patron, als es dir lieb ist.
zu eurer Demonstration am Wall. Die ist wohl beeindruckend, aber sie wird euch nichts nutzen. Im schlimmsten Fall treibt ihr dem Rat hier noch weitere Armee in die knochigen Hände. Seit dem Überfall von Hafax im letzten Jahr sind wir schon verschreckt genug. Glaub bloß nicht, dass wir das nicht mitbekommen haben. Und denk an meine Worte ein. An die Wand gedrängtes Tier ist am gefährlichsten. Und ich würde dich und unseren Briefverkehr wirklich eine Zeit lang wirklich vermissen. Aber, nun, um dir zu zeigen, wie unbeeindruckt ich von deinem Aufmarsch bin und von deiner Drohung, schicke ich dir diese Skizze mit. Ich sag dir nicht, wofür sie ist, aber ohne sie wirst du den Wall wohl nicht überwinden können, so wie du es dir denkst. Vielleicht ist es eine Karte oder ein Rätsel. Du kannst ja die Inquisition fragen, ob sie daraus schlau werden. Nimm es als einen allerletzten, hochachtungsvollen Gruß von mir an meine alte Gefährtin. Und wisse, dass ich dir diese Information gebe und erwarte, dass du mit den Truppen erfolgreich bist. Denn es wird keinen Unterschied machen. Keinen. Hochachtungsvoll. L.K. Ich starre noch lange auf diesen Brief, nur die Hälfte verstehend. Ich lese ihn mehrfach, immer wieder, präge mir die Worte ein, nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Und diese Skizze, die schaue ich mir an. Du prägst sie dir ein. Es ist eine merkwürdige Zeichnung, arkaner Symbole. Oder sind es keine Symbole? Ist es wirklich eine Karte? Es könnte eine Karte sein. Oder eine Beschwörungsformel? Oder drehst die Zeichnung hin und her und hoch nach unten? Du wirst nicht schlauer aus dieser Zeichnung. Ich packe schließlich die Schriftrolle wieder in die Tasche, aber diese andere Sache wird zur Sicherheit getrennt. Irgendwo bei mir am Leibe will ich es aufbewahren, diese Zeichnung. Ich will nicht, dass beides am selben Fleck ist. Es ist nur so ein Gefühl, so ein Instinkt. Dann gehe ich los. Ich muss über den Wall, sobald es geht. Und die Zeit verstreicht in rasender Schnelle. Kurz bevor du wieder das Gebirge erreichst und den Pfad beschreiten kannst, musst du noch an diesem letzten Dorf vorbei. Neu-Ogrenwacht. In dem kleinen Wäldchen vor dem Dorf kampierst du noch ein letztes Mal, um etwas zu essen und etwas zu trinken. Du musst gekräftigt sein, um den ersten Aufstieg in das Gebirge schaffen zu können. Da werden deine geschulten Sinne gewahr, dass sich jemand nähert. Pferde. Ich schaue in die Richtung, pack schon mal meine Sachen ein. Aber sonst tue ich erstmal nichts. Warte nur. Ich bin ein einfacher Bauersjunge, der da sitzt. Durch das Dickicht brechen ein halbes Dutzend Reiter und ein weiteres halbes Dutzend Soldaten zu Fuß. Auf einem schwarzen Ross mit rotem Ornat und dem Zeichen der Dämonenkrone Borberats reitet der Anführer vor.
schwere schwarze Reiterstiefel, der schwarze Umhang tief ins Gesicht gezogen. Onkel Alrik schlägt die Kapuze ein weiteres Mal nach hinten. Meine Augen werden groß. Was will er hier? Mir ist egal, was er dir gegeben hat. Ich hätte nicht erwartet, dass du so schnell bist. Ich weiß, dass er uns verraten will. Ich weiß, dass er dir etwas gegeben hat, was du nach drüben geben sollst, und ich möchte das nicht. Ergreift ihn. Verdammt nochmal, ihr! Und da habe ich schon den Dolch in der Hand und werf ihn nach vorne irgendwie zwischen die Hufe von dem Pferd, damit es vielleicht aufstiebt, und dann renne ich in den Wald. Das Schwert steigt in der Tat auf und hört da hinter dir, als du dich durch das Gebüsch schlägst, die schweren, kratzenden, extra langen Dornen des dornigen, kratzenden Gebüsches reißen dir die ersten Kleidungsfetzen vom Leib. Und Pferde stieben hinter dir her. Ich schlage Haken, rechts, links, ich renne, weiter, die Böschung runter, die Böschung hoch, ich muss irgendwie abhängen. Neben dir im Baum schlägt ein Pfeil ein, ein Bolzen. Ich ducke mich, spring nach vorne, spring durchs Laub, spring wieder auf, weiter, vorwärts. Da ist er, hinter dem Baum. Hinterher! Dort den Abhang, ich rutsche aus, das habe ich nicht gesehen. Ich rutsche die komplette Länge entlang, knall gegen einen Baum, zieh das Schwert, guck rückwärts. Vom Ross herab wird etwas auf dich geworfen, ein Gespinst, ein Netz wickelt sich um das Schwert, um den Oberkörper. Ich versuche es zur Seite zu schlagen oder wegzuschneiden. Irgendwie wegzukommen, es zu lösen. Ich bin eingewickelt, aber dann schneide ich eine Kante ab. Ich schneide einen Riss. Ich versuche durchzukrabbeln. Weiter. Zur Not lasse ich das Schwert liegen. Durch das Gebüsch bricht die erste Fußtruppe mit einer langen Stangenwaffe bewaffnet. Stürmt sie so aus dem Gebüsch auf dich zu. Ich krieg dich! Ich springe in seine Richtung. Greife aber auf den Boden. Wie Laub und Dreck in der Hand schleudere ich sie ihm ins Gesicht. Die Gestalt taumelt und reißt die Arme nach oben, lässt dabei ihre Stangenwaffe aber nicht fallen. Verringert aber ihren Ansturm, stürmt an dir vorbei und verfehlt den Baum, vor dem du gestanden hast, nur knapp. Der Reiter, der das Netz auf dich geworfen hat, zieht wieder irgendetwas aus der Satteltasche. Was genau kannst du nicht sehen? Da stürmen schon die nächsten Fußtruppen aus dem Gebüsch auf dich ein. Halt noch mal, ihr kriegt mich nicht! Ihr Schweine! Umzingelt ihn! Dann springe ich weiter, versuch irgendwie, umzingelt von diesen Gestalten, hin, her, rechts, links. Dort, der Bolzen trifft deine Ferse. Ich spring nach vorne, versuch durch die Beine mit dem Bolzen in der Ferse schreiend durch die Beine des einen durchzukommen. Haben wir dich. Schlag noch mal zu. Nein, lasst mich! Ich lass euch nicht. Ihr Schweine, ihr Mörder, ihr Untiere, ihr könnt nicht. Und dein Schwert streift den Angreifer, gleitet von seiner Waffe ab. Du stellst ihn, wie du es gelernt hast, drehst dich um die Attacke. Den Schmerz im Bein ignorierend, führst du das Schwert behende. Jede einzelne Lektion ist wertvoll. In meiner Mischung aus kühler Berechnung und blanker Wut. Jetzt sind sie da, die Schergen des Bösen, die meine Eltern getötet haben. Hier und jetzt kann ich mich rächen, ein kleines bisschen rächen. Der Schmerz erzählt nicht, er spielt keine Rolle. Erst hätte ich mich fast von der Wut übermannen lassen, doch jetzt kommt das Training, das jahrelange Training. Ich schnelle vor, weiche einem Stieb aus und ramme dem Mann das Schwert gegen die Kehle. Ich will ihn töten. Gurgelnd stützt er noch einen letzten Schrei aus, der
in der Mitte abbricht. Der Leib erschlafft und hängt schwer an deinem Schwertarm. Ein Gebet, ein Borberat auf den Lippen, zieh ich das Schwert zur Seite, lass Boron, nicht Borberat, hoffentlich. Ein Gebet, ein Boron auf den Lippen, zieh ich das Schwert zur Seite, lass ihn zu Boden gleiten und dann renne ich einfach los, fallend, stürzend, purzelnd, weg von denen, irgendwo in Sicherheit. Aber hinter dir ist schon der nächste Reiter. Zwei haben dich umrundet. Du bist fast durch das Gebüsch geprescht und in das Pferd gelaufen. Das Pferd mit dem Rossharnisch läufst fast dagegen. Nein, du läufst dagegen. Dein Kopf prallt aber nicht mit voller Wucht auf. Du hast noch versucht anzuhalten. Auf dem rutschigen Boden eine Kehrtwende, schnell einen Hasen, eine Ausweichbewegung zu machen. Da knackt das Fußgelenk mit dem Bolzen, der es durchbohrt, zur Seite weg. Ich falle zu Boden, in den Schlamm, versuche mich wieder aufzurappeln, irgendwie hochzukommen. Eine Lanze durchbohrt die rechte Schulter. Ich darf nicht. Nagelt ihn am Boden fest, dass er sich nicht mehr bewegen kann, der Drecksack. Zwei Männer sind über dir, zwei Gestalten. Das Schwert immer noch in der Hand. Ich starre sie an. Das war's. Das ist das Ende. Gescheitert. Und sie schlagen mit ihren stumpfen Haumessern auf dich ein. Prügeln dich, treten dich. Nehmt ihm die Tasche weg. Hörst du noch? Ihr Schweine. Ein letzter Tritt gegen den Kopf gibt ein knackendes Geräusch. Der Kiefer. Irgendein Zahn fliegt aus dem Mund. Die Zwölfe werden euch richten. Der Stiefel geht erneut auf den Kopf nieder. Der Reitersporn an der Ferse trifft deine Stirn und der rote Blutfaden zieht sich quer über dein Auge und nimmt dir für einen Augenblick die Bewusstheit. Gleitest ab. Du hörst nur noch irgendwo in weiter Ferne. Ah, die Tasche ist wichtig. Gib sie mir! Ja, diese Rolle, sie nehme ich mir. Gut. Du merkst, wie irgendetwas auf dich draufgeworfen wird. Irgendein Stück Stoff. Lass den hier liegen. Sollen sich die Untoten um ihn kümmern oder die Pflanzen? Vielleicht entkommt er ja und muss mit der Schande leben, seinen Auftrag nicht ausgeführt zu haben. Oder er läuft den Menschenjägern in die Arme. Wir sollen ihn wirklich hier liegen lassen, Meister. Willst du meinen Spruch etwa in Frage stellen? Meinen Befehl ignorieren? Nein, Meister, nein. Aber wir sollten ihm vielleicht, keine Ahnung, irgendwas durchschneiden, dass er nicht weit fliehen kann, oder? Habe ich davon irgendetwas gesagt? Wenn ich dem Hochmeister unter die Augen treten will, wird er mich fragen, ob ich dem Boten etwas getan habe, und ich werde sagen, er ist mit dem Leben davongekommen. Und ich plane, dass das Letzte ist, was ich von ihm sehe, was nach meiner gütigen Tat hier von ihm überbleibt, ist nicht mehr in meiner Hand. Aha, verstehe, Meister, verstehe. Ja, das ist schlau, das ist sehr schlau. Natürlich, ich bin immer schlau. Und jetzt verzieht euch. Ein spuckendes Geräusch und irgendetwas Nasses spürt Jandrik noch auf dem Kopf. Eine schleimige Spur zieht sich durch das lange Haar. Und dann entfernen sich die Hufe. Und Jandrik
wird sich wieder bewusst, wo er ist, dass er im Boden liegt. Auf ihm liegt die Tasche. Die Hand geht zur Tasche. Ganz langsam. Hinein. Da ist nichts mehr. Nein, sie ist leer. Oh, das ist verloren, aber ich habe sie so viele Male gelesen. Ich werde sie nicht ganz wiedergeben können, aber manches vielleicht. Du hast noch das kleine Schriftstück. Hoffentlich hat die Lanze es nicht mit durchbohrt, als sie dich traf. Zur Wand, zur anderen Seite des Mantels. Ist es noch da? Die Zeichnung ist noch da, aber von deinem Blut getränkt. Was kann ich? Ich öffne die Augen, Blut verschmiert. Ich streife das Blut von der Stirn. Ich rappel mich auf und gehe sofort wieder zu Boden. Ich bin so schwer verwundet. Ich weiß nicht, wie weit ich es noch kann. Ich muss weiter. Ächzend so zieht sich Jandrik Armzug für Armzug kriechend aus dem Gebüsch, aus dem Wäldchen auf das karge Feld. Ich muss weiter. Sieht die ersten Häuser von Neu-Ogrenwacht in der Ferne. Ohren, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft. Zu tun, was unmöglich ist. Ich muss leben. Ich muss. Nimm mich noch nicht zu und dir. Kurz bevor er Neu-Ogrenwacht erreicht, scheint alles Leben aus diesem geschundenen Körper zu weichen. Ich habe es. Ich habe es versucht. Und nun sind wir wieder im Jetzt angekommen. Hustend erwacht Jandrik, als irgendetwas an seinem Körper zieht. Was? Nein, ich... Du lebst, Jandrik. Du hast noch das Rabenkrächzen irgendwo in der Ferne und die Schwingen, die sich entfernen. Wie, was? Ich schau mich um. Nichts zu sehen von einem Raben. Oder dem Golgari-Boten. Du schaust dich um und deine getrübten Augen blicken in ein ausdrucksloses weibliches Gesicht, ein Mädchen. Ein junges Mädchen mit aschweißen Haaren und einem trüben, ausdruckslosen Blick. Du kannst Gesichter lesen. Vielleicht ist es nur das Leben, was aus deinem Körper weicht, aber so ein ausdrucksloses Gesicht hast du noch nie gesehen. Wer bist du? Was hat man gemacht mit dir? Ich bin Jandrik. Das muss wehtun. Ja. Das tut weh. Kannst du deine Eltern rufen? Ich habe keine Eltern. Ich brauche Hilfe. Xamander, was ist denn da hinten? Was ist da hinten? Was ist da? Hast du wieder ein totes Tier gefunden? Du hörst Schritte, die sich schnell nähern. Ein weiteres Kind tritt in deinen Sichtbereich. Oh mein Gott, oh mein Gott! Schnell, Mister, Herr, alles gut? Geht das? Oh nein, das ist eine Wunde. Und da, oh. Du merkst, wie halbwegs fachmännisch sie versucht, deine Schulterwunde abzudrücken. Das wird nicht viel helfen. Sie reißt ihren Rock in mehrere Teile und verbindet deine Wunden. Sie ist erst ein paar Götterläufe alt, ein Kind noch. Und doch sind ihre Handgriffe schnell, effektiv.
während das andere Mädchen daneben steht, ausdruckslos auf das Ganze schaut. Du machst das gut. Ja, komm, hilf mir. Wir müssen ihn zu Astanio bringen. Der wird wissen, was wir mit ihm zu tun haben. Halte durch, Herr. Danke dir. Sollen wir ihn nicht zu deiner Mutter bringen? Nein. Das Astanio weiß besser, was... Meine Mutter macht sich dann nur wieder Sorgen, dass wir hier draußen gespielt haben. Aber Astanio wird's ihr sagen. Ach Quatsch, die reden doch kaum miteinander. Jetzt hilf mir! Vorsicht! Und du wirst gezogen von zwei Kindern durch den Staub an beiden Armen. Schmerzen durchdringen jedes einzelne Glied. Und man bringt dich in ein Haus. Und hier endet die Geschichte. Für heute. Ja. Puh. Vielen Dank. Das Leiten, das war danke sehr, dir. Sehr schön. Das war ein sehr, ein Rollercoaster-Ride, könnte man sagen. Ja, war super. Echt wirklich schön, schön den Charakter aufgebaut. Die Geschichte ist sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, also weiter geht's dann in der richtigen Kampagne. Gerettet, Jandrik Eichblatt, gerettet von zwei Kindern, die ihn nach Neu-Ogrenwach bringen. Wer könnten diese Kinder sein? Wir werden es dann erfahren, wenn es dann richtig losgeht. Da freue ich mich auch schon drauf, ja. Es war mir ein Fest, schreibt Sierra Streams auch im Chat. Ihr seid beide gut, sagt Surakor Rokarus. Der ist mir bis jetzt noch nicht leserlich aufgefallen hier. Bist du neu hier? Wenn ja, hallo? Zocknach sagt auch Bravo. Also der Chat scheint begeistert zu sein. Zwischendurch auch immer wieder erstaunendes Zustimmen von dem, was wir hier gemacht haben. Das freut mich, dankeschön. Ja, es scheint den Leuten sehr gut gefallen zu haben, ja. Freut mich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dem Marot auch, aber so wie ich das gerade gelesen habe, den Kommentar auch, ja. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann im Spiel weitergeht. Jetzt haben wir 4 von unseren 5 Charakteren kennengelernt. In 2 Wochen lernen wir den 5. und letzten Charakter kennen, nämlich Astanio, von dem heute ja schon die Rede war, zu dem Jandrik gebracht werden soll. Was der für ein Typ ist, das werdet ihr dann in 2 Wochen sehr gesund und munter hoffentlich mitbekommen. Ja, Sammy Dalux, sehr cooler Name übrigens, schreibt auch echt gut gemeistert und cineastisches Rollenspiel heute. Ja, das musste auch passieren, wenn der Marot da ist, dass es cineastisches Rollenspiel ist. Ja, sehr, sehr cool. Frage zum Verständnis, welcher Zeit spielt die Kampagne? Wir spielen 1037 nach Bosbarans Fall. Also komplett nach der G7 und den beiden anderen großen Kampagnen, die danach kommen. Und deswegen gibt es hier auch immer wieder G7-Spoiler. Also das hätte ich am Anfang sagen sollen, aber naja, jetzt habt ihr es trotzdem gesehen. So viel gab es ja heute nicht großartig. Ja. Ich bin auch immer noch irgendwie ich habe jetzt so einen leichten Druck auf den Schläfen irgendwie. So. Ich bin noch gar nicht wieder richtig im Hier und Jetzt angekommen. Kennst du das auch? Ja, ich bin auch noch ganz taumelig gerade, ja. Du bist ja auch 1000 Tode gestorben jetzt. Ja, 2-mal hast du mich hier sterben lassen. Das ist echt. Ja, ja. Also für wen eignet sich eine Todeserfahrung schlechter als für einen Golgariten, ne? Also. Wunderbar, ja. Ja. Ich dachte auch mal, ich muss auch mal ein Prelude mit dem Tod anfangen. Ja.
Ja, das war, da war ich so ein bisschen, oh, okay, du bist tot, alles klar. Ja, habe ich was noch nicht falsch ganz, verstanden? Ne? Ja, ja, sehr cool. Der Golgari hat dich ja nicht mitgeholt, der ist ja weggeflogen. Genau, ja. Ja, aber du hast einige Informationen aus der jenseitigen Welt ja dann noch bekommen mit dem Kampf und so. Ja. Ich habe die ganze Zeit zwischendrin vergessen zu trinken. Das ist, Ja, ich habe auch. Meine Kehle ist auch ganz trocken jetzt. Ich habe ein, zwei Mal getrunken, aber das war sehr. Wo findet man Marot? Ich hoffe, ich habe den Befehl schon hier. Warte mal. Marot, habe ich den schon? Nein. Schande auf mein Haupt. Wenn ihr später auf YouTube schaut, habt ihr natürlich alle Links unten drunter. Und beim nächsten Mal, wenn wir dann in der vollen Besetzung ist, wird auch der Befehl Ausrufezeichen Marot auch klappen. Dann könnt ihr da alle Informationen zu seinen Kanälen und so finden. Aber du kannst ja gerne auch nochmal Werbung machen für die Seiten, wo man dich findet. Ja, meine Hauptseite ist rollenhörspiel.de, wo ich meistens leite, aber auch manchmal spiele, ähnlich wie das hier. Rollenhörspiele, das hier wird ja auch so ein bisschen bearbeitet und sehr intensive, cineastische Rollenspielrunden sind das, die dann so ein kleines bisschen, die Pausen werden rausgeschnitten und dann hat man alle möglichen, habe ich jetzt schon mehrere verschiedene Rollenhörspiele, meistens One-Shots, mache aber auch im Moment die Borberat-Kampagne. Allerdings habe ich da ein paar Problemchen, das dauert jetzt ein bisschen, bis es da weitergeht, wenn ich... Ich habe was von verlorenen Tonspuren gehört. Ja, genau. Der erste Teil, Albtraum um Ende, der kommt jetzt bald, den habe ich fast fertig geschnitten, da war ich jetzt ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt, aber das kommt dann bald und bei der zweiten, die habe ich eigentlich fertig gehabt und dann habe ich einen Teil der Tonspur verloren, aber das wird dann neu bearbeitet, das machen wir dann nochmal, also das kommt alles, ja, da findet man mich und ich twitche neuerdings auch unter, also Twitch und das heißt dann Rollenhörspiel ist dann der Tag, den man dann auch angeben muss. Das muss ich auch noch ordentlich verlinken bei mir. Das ist alles noch relativ frisch. Da bereite ich noch andere Sachen vor. Das ist alles noch nicht so klar, was ich alles genau mache. Aber so Stück für Stück wird es immer mehr. Ja. Wir haben dich angefüttert mit dem ganzen Twitchen hier und so, ne? Ja, das ist tatsächlich wegen dir. Also tatsächlich hat mich das so ein bisschen gehuckt, weil es doch sehr spannend ist, wenn da dann auch tatsächlich Leute zuschauen. Und ich habe halt die ganze Zeit nach einer Idee gesucht und mache jetzt halt was Eigenes, so ein Worldbuilding-Stream und probiere das jetzt einfach mal aus, ja. Ja. Hier wird auch noch gesagt, Marot ist ein mega Gewinn für den Stream. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn gewonnen haben. Ja. Danke für die Infos auch. Genau. Marot funktioniert sehr gut in einem solchen Format auf Twitch. Ja, finde ich auch. Genau, richtig. Ja. Und wie gesagt, beim nächsten Mal funktioniert dann der Command auch. Ausrufezeichen Marot. Ich glaube, den habe ich irgendwie verschlammt. Ich bin beim Pflegen meiner Chatbefehle immer etwas hintendran. Genau, Zocknaff, da musst du reinschauen. Genau, irgendwie auf jeden Fall auf rollenhörspiel.de nochmal die Seite genannt. Da auf jeden Fall die Sachen anhören. Ich habe bis jetzt zwei Sachen gehört. Ich habe der Mann im Mond oder wie es heißt, habe ich gehört. Und die Borberat-Kampagne. Das sind zwei sehr, sehr coole Sachen. Und da ist sogar so viel zu entdecken auf der Seite. Also da kommt er, wenn er da reinschaut, seid ihr ein bisschen beschäftigt, aber das lohnt sich alles. Das ist alles in dem Stil, in dem wir heute auch gespielt haben. Und dir wurde eben auch gefragt, was spielst du für Systeme, Marot? Ja, ich spiele hauptsächlich meine eigenen. Also ich spiele, ich habe früher Fate gespielt und ganz früher Shadowrun, aber neuerdings spiele ich vor allem Cinema. Das ist mein eigenes System, was darauf ausgelegt ist, cineastisch zu spielen. Also ähnlich wie das heute, nur hat noch mal ein bisschen anderen Schwerpunkt. Da macht der Spielleiter relativ viel im Hintergrund. Und die Spielleiter geben nur Kommandos. Das leite ich sehr viel, spiele es auch manchmal, wenn es jemand anders anbietet. Und ich habe noch auf der Seite, findet man noch andere Rollenspielsysteme, die ich entwickelt habe. Wenn ein Spielleiterloses zum Beispiel. Ja, und spiele ich und leite ich dann relativ viel. Ja. Und ich wollte aber jetzt auch nochmal sagen, vielen Dank, dass ich hier auch mitmachen darf. Das ist mir auch echt eine große Ehre. Ich habe, als ich das so gesehen habe, wie das Koali macht, dachte ich auch, oh, das wäre auch was für mich, da mal mitzuspielen. Und als ich mich da gefragt habe, habe ich gedacht, ja, das muss ich jetzt mal machen. Weil DSA ist für mich ja immer so ein Wagnis, aber hier fühle ich mich sehr aufgehoben und habe richtig Bock drauf.
Ja, das freut mich. Ich bin auch gespannt, ob ich da noch was beibringen kann. Wir haben eigentlich ja eine Runde mit eigentlich nur mit Anfängern. alle, die so richtig DSA wirklich nicht kennen, und dafür gehen wir relativ in die Vollen mit dieser Mini-Kampagne. Ich bin mal gespannt, ob ich dem gerecht werden kann. Ich bin ja auch nicht so der sich alle jede Einzelheit und so merken kann. Aber ich denke, so mein Aventurien wirst du auf jeden Fall kennenlernen. Und ein Teil davon werden, wie du es heute auch schon gemacht hast. Surako Rokarus, ja, auf jeden Fall können wir das mal verlinken. Warte mal. Mach mal schnell mal www.rollenhörspiel mit OE, ne? Ja, oder mit Ö kann man es auch schreiben. Punkt. Ich habe beide. Ich habe beide Domains. Da, bitteschön, damit das auch nochmal hier im Chat steht. Wie gesagt, wenn ihr das später nachschaut, sind es alles unten in der Beschreibungsbox auch nochmal definitiv verlinkt. Genau. Und Wanna be famous by. Oh, okay, hier möchte jemand gebannt werden. Moment. Habe ich auch lange nicht gehabt. Ja. Tja. Okay. Dann würde ich sagen, in 2 Wochen machen wir weiter. Bis dahin könnt ihr euch ja beim Marot auf der Seite eindecken mit ganz viel Hörspielkram, damit euch die Zeit nicht so schnell verkommt. Hier wird übrigens noch gefragt, wann du diesen Worldbuilding-Stream immer machst. Ja, ich versuche jetzt gerade mal, ob ich da in diesen Chat was schreiben kann. Moment. Kannst du, ja. Müsstest du eigentlich kennen. Dann probiere ich das mal. So, also das ist, hat es geklappt? Ja. Ja, also das ist. Also kein Link, aber ja. Genau, also da sieht man meinen Twitch-Kanal. Also den sieht man jetzt da nicht, oder? Ja, ihr könnt draufklicken und dann habt ihr das. Ah ja, okay, gut. Da findet man einen neuen Twitch-Kanal und ich mache das jeden zweiten Dienstag mache ich diesen Worldbuilding-Twitch, wo es darum geht, dass ich so Stück für Stück also mit den Zuschauern gemeinsam eine bestimmte Fantasy-Welt aufbaue. Da können dann auch Leute was einbringen, Vorschläge machen und dann auch richtig da mitwirken. Und dann, wenn die Welt dann plastisch ist, werde ich da eine Rollenhörspiel-Kampagne mitmachen. Irgendwann nächstes Jahr oder sowas. Das wird eine größere Angelegenheit. Nee, also das war jetzt letzten Dienstag. Das heißt, dann am 3. geht es weiter. Ja, cool. So, einmal kurz. Am 3. August. Zack. Schreib noch mal kurz den Link, den du eben gepostet hast, noch mal. Gucken, ob das gerade geklappt hat, was ich gemacht habe hier. Ja, siehst du, jetzt bist du nämlich hier Moderator. Du hast ein Schwert bekommen, jetzt geht's. Ah, sehr schön, alles klar. Sehr cool. Ja, also habt ihr da jetzt auch noch den Link, falls ihr irgendwie sonst auch nicht klicken konntet oder so. Gut, also in 2 Wochen geht's weiter. Nächste Woche Sonntag wieder hier die Phileasson-Saga. Also auch DSA, sehr DSA-lastig inzwischen hier unser kleines Kanälchen. Ich kann aber auch noch mal Werbung machen, wenn ihr mehr von Marot sehen wollt auf meinem Kanal, dann könnt ihr ein bisschen warten bis Anfang des nächsten Monats. Lasst mich nicht lügen. Kurz den Kalender aufmachen. Am 5. 5. Nee, nicht Quatsch, das ist falsch. August sind wir ja, nicht Juli. August. Am 2. August erscheint nämlich die nächste Folge von unserem neulichen Aventurien-Podcast. Und da haben wir uns den Marot als Gaststar eingeladen und wir reden über Immersion. Und wenn ihr dazu ein bisschen was hören wollt, dann und jetzt auch schon beeindruckt wart, wie der Marot es schafft, als Spieler Immersion zu erzeugen und euch da ein bisschen was zu anhören wollt, dann könnt ihr in den Podcast auch reinhören. So, Werbung Ende. Gut, ich sag dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken da draußen. Wenn ihr das auf YouTube nachschaut, dann lasst uns einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie ihr es fandet. Irgendwelche Verbesserungsvorschläge konstruktiver Art nehmen wir jederzeit an.
Und ja, freuen uns über jedes Kommentarchen, denn das ist das Zuckerbrot, was wir als Content-Kreatoren immer kriegen. Wenn jemand irgendwie schreibt und schreibt nur drunter, irgendwie fand ich gut, dann geht einem schon das Herz auf. Und ich reiche jeden Kommentar auch weiter. Das heißt, meine Spielerinnen und Spieler kriegen das alle mit, wenn ihr was da drunter schreibt, und können dann gegebenenfalls auch antworten, wenn ihr Fragen stellt oder so. Das heißt, ja, hinterlasst ruhig, was ihr dazu denkt, irgendwie Lob oder konstruktive Verbesserung gerne. Und Fragen natürlich auch. Und genau, Kommentar, Daumen hoch, habe ich schon gesagt. In 2 Wochen geht es weiter mit dieser Kampagne. Nächste Woche Phileas und Saga. Und vielen Dank an dich, Marot, dass du so cool mitgespielt hast. Ich danke dir, es war mir ein Fest. Wir verabschieden uns von euch da draußen jetzt und lassen euch in den Abend. Passt auf euch auf und auf eure Lieben und spielt Ciao. Und erlebt tolle Geschichten. Tschüss. Schade, vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.